Willkommen bei Was wir. Ich bin XOXO, auch bekannt als Momo. Wie ihr seht, sind Cayman und Flexi nicht da. Was labert die, Mann, Freunde? Wir sind doch hier. Cayman und Flexi sind genau hier. In unserem Hauptquartier. Aber dafür habe ich meinen brandneuen XOXO Film Teil 2 mitgebracht, den ich mit euch heute anschauen werde. Was? Die hat den Film Teil 2 hier? Habt ihr das gehört, Freunde? XOXO hat Teil 2 von ihrem eigenen Film dabei. Flexi, wie krass ist das, mein ganz Alter? Oder eher übel gruselig, Cayman. Leute, mal lass mal einen fetten Like da. Den müssen wir uns doch unbedingt angucken, oder? Nein, Mann, es ist XO. Und XO ist doch live gerade bei uns im Hauptquartier. Nicht so laut, ich bin gespannt, was sie noch zu sagen hat. Cayman und Flexi sind gerade beschäftigt, meine Maske zu zerstören. Und deshalb hört jetzt genau zu. Mein neuer Film ist, wie soll ich das sagen? Wie könnte ich es am besten beschreiben? Genau, jetzt weiß ich es. Zum Gruseln. Und ich bin mir sicher, ihr werdet Angst haben. Oder schaffst du es, den Film, ohne dich zu erschrecken, bis zum Ende lang anzuschauen? Wenn du keine Angst davor hast, drücke jetzt den Daumen hoch und lass ein Like da. Sie haben auch keine Angst vor dem Film, Freunde. Aber bei einer Sache hat XOXO recht, Leute. Man lasst jetzt mal einen dicken Like da, Daumen Leute, nach oben. Lasst jetzt alle mal ein Like da. Und die Leute, die XO zerstört haben wollen, schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Ich bin schon so hyped, was in diesem Film zu sehen ist, Freunde. Schaltet auf gar keinen Fall. Teil 2. Dieser böse, gruselige Horrorfilm, wo es darum geht, dass Cayman und Flexi meine Ersatzmaske versuchen zu zerstören. So, habt ihr das gesehen? Das passiert, wenn ihr jetzt nicht meinen Film bis zum Ende anschaut. Und wisst ihr was? Der Film geht jetzt los. Film ab und viel Spaß beim Gruseln. Ich bin schon so gehypt auf diesen Film von XOXO, wie ihr auch. Wir wollen den jetzt unbedingt anschauen. Aber weißt du was, Flexi? Lass uns zurückziehen. Die läuft dir bestimmt gleich vorbei. Auf dieser Glotze wird der Film jetzt angeschaut, okay? Also ihr habt mich jetzt verstanden, nehme ich an. Mein neuer XOXO-Film 2 geht mehr als 90 Minuten. Er wird großartig und macht viel Spaß. Was? Hallo, was Alter, das ist XO. Holen. Ja, aber im Handy! Okay, warte, wir gehen rein und dann schauen wir uns das an. Was ist das denn? Wie konntest du so schnell abhauen? Wir hatten dich doch! Hör mir zu! You are positive! Kauf mir sofort eine Pool! Sonst komm ich euch ist holen! Ist in Ordnung, ist in Ordnung! Ja, beruhig dich, beruhig dich! Die Frau ist komplett verrückt! Wir kriegen sie nie! Cayman, Flexi, 今天去吃麦当劳吗？吃完就回家吧，就这样吧， okay? Wir können es wieder gut machen? Ganz genau! Wie das denn, die Pranks? Ihr beide seid richtig ekelhaft. Okay. Und jetzt kauf mir einen Pool. Ja, schnell, ja, ein Pool. Willst du einen Pool? Pool bauen wie Julia Bam oder Rebecca Wing, die Kachbe. Wie ein Pool. Wallabilla ist schwer. Okay, okay. Kauf einen Pool. Sie will schwimmen. Guck mal, versuch mal, die braucht echt einen Pool, Mann. Die braucht einen Pool. Ich hab dich gedreht, Mann. Wallabilla ist schwer. Kauf einen Pool. Ein Handudelad ist scheiß. Ist in Ordnung, okay? Wir besorgen dir einen Pool. XXL-Pool. Ja, dann kannst du darin schwimmen. Sondern ich werde Lucky empfehlen. Alles klar. Finde es gut, lass einen Daumen da. Finde sie gut, Daumen. Perfekt, alles klar. Kapiert. Dann kümmern wir uns um den Pool. Genau. Und dann rufen wir dich wieder an, sobald wir irgendwie einen Pool besorgt haben. So machen wir das. Hört sich nach einem guten Plan an. Ich bekomme einen Pool, dann kann ich schwimmen. Und ich werde euch verzeihen. Weil ich keinen Pool bekomme, komme ich zu euch und werde ich euch bestrafen. So viel zu dem Thema. Gut, gut, alles klar. 100%ig, Mann. Ja. Wallabilla, Heideland. Tschokküse. Heide, tschüss, Heide, tschüss. Heide. Tschüss. Ich will einen Pool, damit wir es wieder gut machen können, weil wir sie verarscht haben wegen diesen ganzen Pranks und Fallen. Die Pranks waren richtig cool. Falls ihr diese Pranks noch nicht gesehen habt, geht jetzt mal hier oben drauf. Wir haben XO richtig geprankt. Nicht ein Prank, es waren über 5 Pranks, Mann. Aber du hast gehört, was sie will. Sie will einen Pool, sie will einen Pool, sie will einen Pool, Mann. Ein Pool? Ein Pool, ein Pool. Bei den heißen Temperaturen braucht ihr eine Abkühlung. Natürlich Ferien, man geht schwimmen und so weiter. Das verstehe ich. Aber sollen wir jetzt einfach irgendwie aus dem Garten ein Loch graben oder was? Nein. Ich glaube, wir haben in der Garage noch den Pool von den letzten Videos, die wir damals gemacht haben, vor 1-2 Jahren. Oh mein Gott, das waren die richtig krassesten Poolfolgen ever. Den können wir ja aufbauen, aber... Können wir aufbauen, ja? Sie geben doch nicht einfach XO einen Pool, wenn sie so will. XO sagt, sie will einen Pool und wir machen das? Da werden wir nicht was, wir! Und der Tag gehört dir! Sie kriegt einen Pool, aber... Ja, kriegt sie. Wir füllen einfach kein Wasser rein. Was hältst du davon? Guck mal. Und wir sagen, dass Wasser drin wäre. Sie sagen, wir haben es reingefüllt, sie kommt, sie springt rein.
bricht sich vielleicht ein Knöchel, wir lachen uns kaputt. Ihr habt wir werden XOXO diese Folge wieder pranken. Ohne Witz, oder machen wir es. Ey, Flexi, lass uns in die Garage gehen und gucken, ob der Pool noch da ist. Hoffentlich ist er da. Jawohl, Flexi, guck mal. Da ist er. Hier ist der Pool, Freunde, schaut euch das mal an. Wie groß der ist, Alter. Der ist ja mal XXL. Alter, den bauen wir jetzt auf, nur damit wir XOXO verarschen können. Flexi, Mann, ey, richtig krass. Ja. Ey, ich freue mich schon so und ihr sicherlich auch. Ihr wisst es, Mann, wir werden diese Frau verarschen, nur mit diesem Pool hier. Wir werden aber kein Wasser reinfüllen. Ihr wisst Bescheid, Mann. Alles für den Prank. Lass mal auf. Heftig, boah, Mann. Krass, schaut euch das Mann. Mal an, was hier alles drin was ist. Was ist da alles drin? Heftig. Wie viele Pakete? Wie groß ist der? Kevin, was machst du da? Nix, ich wollte ja nur ein bisschen spielen. Produzierst du heute? Okay, dann haben wir hier noch irgendwie... Na, leer mal alles aus, Mann. Komm, du hast recht. Heftig, Mann. Leute, 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 Mann. Lass jetzt nochmal einen fetten, fetten Daumen da nach oben. Und schreib Pool in die Kommentare. Schauen wir mal rein, Flexi, was in den einzelnen Paketen drin ist. Wir müssen uns jetzt Überblick verschaffen. Oh, das Gerüst ist es. Wir haben hier irgendwelche Plastikecken. Das ist schon mal die brauchen wir alle. Dann müssten hier die Stäbe drin sein, oder? Yes, Stäbe. Da sind echt die Stäbe drin, Mann. Nice. Yes, nice. Kippen wir die mal aus. Schau dir das an, Flexi. Das ganze Gerüst. Und hier ist die Anleitung, das allerwichtigste, Mann. Da schauen wir doch mal. Wahnsinn, Flexi. Guck dir mal diese Anleitung an. Und das alles für einen Prank? Oh mein Gott. Gott, ey, Flexi, lass uns einfach anfangen. Die Anleitung Let's brauchen wir go. Nicht. Learning by doing. Schau mal, Flexi, Mann. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ist schon mal der Anfang, würde ich sagen. Die Schrauben. Wir müssen irgendwo Schrauben liegen. Schrauben? Das sind die Füße, gell? Und die Schrauben. Und die Schrauben. Perfekt. Die stecke ich jetzt hier oben rein. So, das sieht doch nochmal sehr gut aus. Das hält, wackelt, sitzt und hat Luft. Und es ist nur noch mit 15 weiteren Stangen. Dann ist der Pool fertig, Mann. Easy. Wir müssen jetzt diese Stange, Flexi, durch die Poolfolie hier durchstecken. Ihr seht, das ist ja ein Produktbild, Mann. Und hier unten haben wir auch schon die Poolfolie. Das ist die Folie. Lass mal die mal aufmachen, oder? Oh Mann, was ist denn das für eine riesige Folie? Flexi, ich würde sagen, du gehst mal darüber. Was ganz darüber? Und ich gehe hier und dann breiten wir die mal aus. Heftig, Leute, das sieht schon nach Pool aus, oder? Guckt mal rein. Das ist schon ein Pool. Da brauchen wir kein Wasser. Haben wir auch vor. Heftig, Alter, das ist so riesig. 4,5 Meter, Mann. Was geht jetzt krass. Ab? Wahnsinn. So, Cayman, das müssen wir jetzt hier irgendwie durchbekommen. Seht ihr es, Leute? Das ist eine Schlaufe. Steck mal rein. Und dann muss es da irgendwie rein. Oh, es funktioniert. Heftig, Mann. Das ist mega. Da kommt's. Und das hier drüben durch. Hier rein. Und so steht der und das ist nur mal das erste Stück. Jetzt machen wir das nächste Stück. Und so bauen wir Stück für Stück, bis der ganze Pool steht, Cayman, oder? Ich würde auch sagen, Leute, man lasst jetzt nochmal einen fetten Like da und schreibt Pool in die Kommentare. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte des Pools und der ragt sogar zum Nachbar rüber, so riesig ist der Wahnsinn. Schaut euch das mal an hier, das sieht sogar schon aus, als wäre das Wasser, Flexi, oder? Das sieht 1:1 aus wie ein riesiger Pool, als mit wie wenn wir ins Freibad gehen würden. Und nicht mal Wasser drin ist, so richtig krass. Leute, wir machen weiter. Schaut euch das an, unser Pool ist endlich fertig aufgestellt. 4,5 Meter, 10.000 Liter, das der ist riesig. Falle für XXO, XOXO, Mann, wie krass ist das? Nur für sie machen wir das und für unseren Spaß. Apropos XXL-Pool, wir haben auf unserem Kanal Cayman und Flexi auch ein Pepperwood XXXXXXXL-Pool hochgeladen. Von Pepperwood, Mann. Wenn ihr das sehen wollt, um 3 Uhr nachts, klickt jetzt da drauf und schaut euch das an. Da waren wir um 3 Uhr nachts in Pepperwood. Das war ein ganz schlimmes Video. Der ist mindestens genauso groß gewesen wie der hier, Flexi. Aber was hältst du davon? Wenn ihr jetzt 10.000 Likes da lässt, dann füllen wir vielleicht den Pool für euch. Habt ihr Bock drauf? Sollen wir den Pool füllen? Weil für dieses Video ist nur ein Prank an XO. Lassen wir ihn leer, dass XO auseinandergenommen wird. Wenn wir den Pool füllen sollen, dann schreibt jetzt Pool in die Kommentare und lasst ein Like. Das klickt einfach auf diesen Daumen. Aber schon ein krasser Pool, oder? Geh mal rein, Alter. Heftig. Und das Allerbeste ist, guck mal, das sieht sogar schon aus, als wäre der Pool. Ja, für XO genau richtig, Mann. Sie wird irgendwann hier reinspringen und dann wird sie sich hoffentlich nie wieder in unser Hauptplatz hier trauen. Boah, Schnitte, die Unterhälfte. Man, überleg mal, wir bauen so einen großen Pool auf, nur für einen Prank. Wie Winnie Piano. Wer von euch kennt Winnie Piano, Mann? Vielleicht schreibt es in die Kommentare rein, Mann, und springt von oben vom Dach. Überall. Das wird die Saison unseres Lebens, der Sommer unseres Lebens. Ja. Aber jetzt, ey, wir müssen zu XOXO, Mann. Wir müssen hier schreiben, dass der Pool fertig ist. Aus der Uhr. XO, alles in Ordnung, der Pool steht. Hier ist XO, Freunde, damit ihr seht, Mann. Okay. Barabila, das hätte sehr lange gedauert. Ja, der Pool ist aufgebaut und befüllt. Komplett voll. 10.000 Liter. Super. Nur für kühles Wasser. Das hört sich sehr gut an. Ich komme jetzt vorbei und gehe schwimmen. Ja, du kannst jetzt gerne jederzeit vorbeikommen und den Pool genießen. Aber... Was?
Ich will alleine schwimmen. Ihr muss gehen. Kapiert? Sie möchte, okay, sie will nicht das. Hä? Was? Warum willst du, dass wir nicht dabei sind? Das geht euch nicht an. Ich möchte meine Ruhe. Ja, sind wir nicht. Ist okay. Alles klar. Sie will in Ruhe schwimmen. Wir haben dir den Pool aufgebaut, so wie du es wolltest. Wir werden nicht da sein. Wir werden irgendwo uns verstecken oder gehen. Gar kein Problem. Du kannst alleine den Pool genießen. Sehr gut, Tamam. Dann komme ich gleich vorbei. Dann gehen wir jetzt. Und dann kannst du einfach jederzeit kommen, wenn du Lust hast. Gut. Was? Und wehe, ihr seid da, Abi Bruder. Dann bis irgendwann, gell? Meld dich einfach, wenn du gebadet hast und wenn fertig bist. So. Genieß deine Zeit. Danke, das mache ich. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Tschüss. Die kommt jetzt flexi, Mann. Aber weißt du was? Lass uns das doch nicht gefallen, Mann. Wir haben immer noch die Oberhand für die ganze Situation. Was hältst du davon, wenn wir eine GoPro aufbauen und das Ganze einfach ein bisschen filmen? Dann gehen wir hoch auf den Balkon. Wir wollen das sehen. Ihr wollt es doch sicher auch sehen, wie XOXO in einen leeren Pool springt. Ihr müsst überlegen, der Pool ist ohne Wasser. Auf jeden Fall nicht nachmachen. Nicht in den leeren Pool springen. Nein, nicht nachmachen. Das heißt, wir stellen sie GoPro auf. Und dann gehen wir hoch auf den Balkon und beobachten und warten, bis sie kommt. Ich will wissen, was passiert, Mann. Let's das go. Wird zu lustig. Alles klar, Freunde. Hier ist unsere GoPro, Mann. Die werden wir hier platzieren. Und hoffentlich erwischen wir XOXO, Mann. Mann, wie sie hier rein des Jahres. Ey, die muss hier reinbrettern. Hoffentlich klappt das Flexi. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch warten, bis sie kommt. Denn sie denkt, hier ist alles voller Wasser, Mann. Und wir werden alles aufnehmen. Und dann schalten wir auf die Kameras. Zeige euch das Ganze. Ihr seht alles. Und gebt mal jetzt noch einen Daumen nach oben und schreibt Pool in die Kommentare. Und das ist unsere Rache. Deswegen auf geht's, Flexi. Ist da, Mann. Es klappt, Leute. Sie hat noch nicht gemerkt, dass der Pool ohne Wasser ist. Ohne Wasser. Fertig. Mein Gott, hoffentlich geht sie auch in den Pool rein. Ich weiß es nicht, Mann. Leute, die... Alter, guck dir das an. Sie freut sich. Richtig doof. Sie freut sich. Sie freut sich. Das ist doch gut. Komm, zoom mal ran, Leute. Wie krank ist das? Oh mein Gott. Alter, wie krass. Geht sie jetzt anlaufen und springt, oder was? Oh mein. Das wäre das Beste. Alter. Ja, ja. Bitte, bitte, bitte. Es hat geklappt. Sie ist gesprungen. Schau es dir an. Oh mein Gott. Die dachte, das ist vollkommen. Ey, hey. Weißt du was? Die liegt da unten. Wir gehen jetzt erstmal runter. Wir haben gewonnen. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Mach jetzt, Lexi, noch nicht rein, noch nicht rein. Warte, warte, warte. Wir müssen erstmal gucken, was mit der los ist, Mann. Ach so, ob die Falle wirklich geklappt hat. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, oder? Schau mal. Und passiert was? Passiert nichts, Freunde. Das ist perfekt, Mann. Es hat geklappt. Sicher. Ja? Da würde XO ausrasten. Das weißt du. XO würde ausrasten. Hallo? So? Okay, Leute, Mann. Flexi, Mann, ich glaube, das ist safe. Wir können ihn sicher. Nicht. Auf jeden Fall, Mann. Ihr habt es doch gerade gesehen. Doch einmal, komm. Einmal, okay? Okay. Passiert nichts, Mann. Ich klage auf den Bob. Ja, passiert nichts. Aber wie lustig ist es? Vielleicht mit dem Ding hier? Weiß ich nicht. Jetzt provozier sie nicht. Ja, okay. Aber nee, du hast recht, es passiert nichts. Flexi, ich würde sagen, wir gehen hier ganz gemütlich rein. Können wir rein? Zack. Oh mein Gott, Mann. Da ist XO auf einmal. Ey, wir waren noch nie so nah an XO. Ja, Mann. Hatten sie auch noch nie wirklich berührt, Mann. Das ist krass, Mann. Das ist XO, Mann. Und der Prank hat funktioniert. Gib mal jetzt noch einen Daumen nach oben und für diesen krassen Pool Prank. In die Kommentare. Pool ohne Pool. Wasser. Was ist das denn? Ein Pool ohne Wasser. So bei was wir? Was bei was wir? Pool ohne Wasser. Okay, Mann. Flex. Jetzt hör auf, wir machen uns gerade viel zu viel lustig, sondern wir müssen uns eigentlich ehrenvoll beharren. Ja. Wir haben es echt geschafft, Mann. Nur dank euch haben wir es geschafft, Freunde. Das war richtig, richtig geil und wirklich aufwendig. Nur wegen euch, weil ihr auch so oft Pool in die Kommentare geschrieben habt und so oft einen Daumen nach oben gegeben habt. Ich würde sagen, ich den oder den ganzen Pool? Ey, wir komm, Leute. Den ganzen Pool jetzt machen wir Pool in die Kommentare und dank euch haben wir es geschafft. Ey, der Prank war krass. Hey, wir haben den ganzen Pool aufgebaut. Was ist denn? Was ist? Was ist? Wer zuletzt lacht, lacht die Besten. Das habe ich nur erfahren. Ihr könnt die XO nicht verarschen. Ich bin die XOXO. Ich gewinne immer. Das ist für dich, Kennen. Hahaha, das macht so viel Spaß, dein Arsch. Ihr kommt jetzt mit mir mit. Schon bis zum Hals. Du bist lustig, mir doch genauso. Ja, weißt du was, gehen wir einfach mal. Vergiss doch Pixel. Ja, scheiß drauf. Weg damit. So ein Mist.
Hexe! Leute, lasst jetzt mal einen fetten Like da. Was will die von uns hier im Pool? Von unserem Pool? Alles klar, ja, redet. Okay, du bist mal kurz ruhig. Freunde, was sollen wir machen, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, was wir machen sollen. Die muss raus aus dem Pool. Ich bleibe hier. Übrigens, krasse Folge haben wir hochgeladen. Stimmt. Mal hier oben 24 rein. Stunden Essen hier oben. Richtig. Lass uns kämpfen, Kinder Flexi. Attacke! Das ist mein Pool! Beruhigen wir uns. Was ist mit dir? Ja, die ist verrückt. Kevin? Was willst du von uns? Ich will ein Challenge um den Pool. Hä? Auf dem Pool? Was? Wir spielen um den Pool. Spielen? Die Gewinner bekommen den Pool für ist immer. Ist das ein Spiel? Das ist mehr als Spielen, das ist verrückt. Nein. Du lauerst uns auf. Wir spielen 3 Mini-Challenges. Okay. Mini-Challenges? Ja, im Pool. Im XXL-Pool. Der Gewinner bekam den Pool für immer. Habt ihr verstanden? Okay, aber du tust es nicht. Ja, nicht. Nur Spiele. Alles klar, Leute, ihr habt's gehört. Die will Mini-Challenges hier mit uns spielen, die tut uns nicht. Versprochen? 100% versprochen. Wenn ihr eine gute Idee habt, was wir im Pool alles spielen können, dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Aber XO, sag was. Was willst du denn hier spielen? Das erste Spiel ist Luft anhalten. Luft anhalten unter Wasser ist doch ganz einfach, Mann. Gewinnen wir doch locker gegen XO. Würde ich auch sagen. Locker. Wer letzte, der hochkommt, hat gewonnen. Okay, komm mal her in die Mitte. Nein, wir fangen jetzt sofort an. 3, 2, 1. Los geht's. Die Jungs haben erst schon gewonnen. Das ist nicht möglich. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Ich kann
nicht mehr, Freunde. Was geht denn jetzt ab? Du bist zweiter Kevin. Immer noch da unten. Herzlich Glückwunsch. Was macht der da? Ich habe verloren. Leute, Flexi ist einfach krass. XO, du hast auf jeden Fall verloren. Das ist sicher, ne? Habe ich gerade gesagt, ja. Krass, was bei Flexi abgeht. Man, der chillt immer noch da unten. Was hat denn der für einen Ausdauer? Sehr lange. Flexi, hallo. Sehr gut. Guck mal, der hört nicht mehr. Komm, siehst du das? XO, Wahnsinn, ja? Flexi ist der Komm, Beste. Der chillt. Wow. Wow. Hab ich gewonnen? Du hast gewonnen, Flexi. Jawoll! Yes! Weißt du, was hier mit Spaß? Ey, der war da so richtig lang und du hast es gesehen, Mann. Ich kann doch nicht mehr. Erste Runde geht bei uns XO, oder? Challenge gewonnen. Expected you. Aber jetzt kam die zweite Challenge. Oh mein Gott. Okay. Okay, ich verstehe, Leute. Wenn XO das will, dann machen wir das jetzt, Leute. Wir gewinnen eh. So, XO, wir sitzen jetzt alle in der Ecke. Wie heißt denn das nächste Spiel? Wer lauter schreien kann. Unter Wasser. Schreien, unter Wasser schreien. Der Gewinner fand an. Finde ich gut, finde ich gut. Der Gewinner fängt an, Flex. Der Gewinner fängt an. Dann sind wir mal gespannt. Los in die Mitte. Yes. Okay. Drei, go. Ist okay. Geht doch ein bisschen lauter. Ja, war nicht schlecht. War okay, scheiße. Bin ich schon auf jeden Fall. Sehr schlecht. Hey, dann bin ich dran. Ja, jetzt bist du dran, Kevin. Oh, sehr gut, Kevin. Was sagt ihr? Deutlich lauter als meiner, hundertprozentig. Was geht ab, mein Flexi? War das gut, Dixon? So? Ja, besser als Flexi. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, was Flexi so macht. Hey, viel Spaß. Aber jetzt kam ich. Was ist los? Hör doch auf! Was ist da los? Ah, das ist zu krank! Wie laut ist die? So! Was geht hier ab? Und wer war lauter? XO, du hast gewonnen! Ich bin auch XO! Oh, wie geht's ab? Das war viel zu krank. Wo hast du die Stimme her? Was ist das? Ich kann schreien. Ey, Leute, habt ihr das gehört, Mann? Viel zu laut. Da hatten wir keine Chance. Wir hatten keine Chance. Die GoPro kaputt. 现在你们知道我的厉害了吧? Kevin, Flexi. Flexi, aber ganz kurz, ich sag mal, er schickt 1-1 für uns. Nächstes Spiel müssen wir gewinnen. Wir müssen gewinnen, das Best of Three, Mann. Lass jetzt mal fetten Like da und schreibt jetzt nochmal Pool in die Kommentare. Der beste Pool, XXL-Pool bei dem Wetter. Wenn ihr Pool in die Kommentare schreibt, dann gewinnen wir. Wenn ihr es nicht schreibt, gewinnen wir nicht. Ihr müsst jetzt Pool schreiben, sonst gewinnen wir nicht. XO muss doch raus aus dem Pool. Hallo. Was hier? Hey, die macht schon selber. Was ist denn das für ein Spiel? Das finale Spiel verraten. Okay, beruhigen wir uns wieder alle. Okay. Ihr wollt wirklich wissen. Es ist besseres Schießen. Alter, das sind wir gut, Mann. Da gewinnen wir, Mann. Das ist unser Spiel, Mann. Das ist unser Spiel. Lass jetzt einen fetten Like da, Mann. Wir sind die Super Soccer. Jeder bekommt eine. Herr Kimmel. Alles klar. Hier die Kleinen. Aber dafür brauchen wir noch einen Tisch und Becher. Ja, gut. Hau mich ab. Ist in Ordnung, ich sag, wir kommen. Wir sind noch schon hier. Da ist der Tisch. Auf drei, Flexi. Eins, zwei, drei. Da haben wir gerade so krass geworfen, dass sogar das Licht ausging. Jetzt ist wieder da. Sehr gut. Auf geht's. Aua. Mach mal schnell. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Machen wir ja schon. Bau die Becher auf. Aufstellen, auch alles noch. Klar. Ah, ja. Flex, bau eine Pyramide, los. Eins, zwei Türme, du hast es gehört. So, was? Alles. Zack. Zack, zack. Verpasst es so, XO, schau mal. Sehr gut. Jeder bekommt eine Truhe. Oh, Flexi, alles klar. Dann erklär uns mal die Regeln. Ihr müsst mit der Super Soccer auf den Türme schießen. Das heißt, wir kriegen jeweils einen Turm. Flexi einen Turm und ich, weil wir die kleinen Super Soccer von der Welt. Jeder hatte nur einen Schuss. Ah, okay. Das heißt, Flexi, wir müssen so viel Becher runterholen, wie es geht. Das sind unsere Türme. Am Ende wird gezählt. Und danach wird XO einen riesen Turm runterholen. Weil sie die größere Super Soccer hat. Alles klar, dann fangen wir jetzt an, Freunde. Flexi, deine Super Sauce. Hey, man, jeder Becher zählt, jeder auf, Becher. Drück nochmal einen fetten Like nach oben, wir gewinnen. Das sind jetzt hier 12 Becher und wir haben nur einen Schuss und müssen so viele Becher runterballern, wie es geht. Mach drei, Flexi, das schaffen wir. Drei, zwei, eins. Okay, okay. Sieht nicht schlecht aus. 12 minus 4 sind 8. Wir haben 8 runtergeholt, Flexi, Mann. Das sieht gut aus. XO, schaffst du das bei einem Riesenturm besser? Ja, das mache ich.
tausendmal besser. So, okay, gleich haben wir es. Es sind auch 12 Becher. Die musst du jetzt runterschießen. Kein Problem. Ich bin gespannt. Tom, hast du alles auf Kamera? Perfekt. Ich gewinne dann das. Noch 3, 2, 1. Oh nein. So eine Mist. Oh mein Gott, nicht mal einloggen. XO hat Ladehemmungen. Das oh gibt's Gott, okay, nicht. Was, wir geben dir noch einen Versuch, okay? Das ist nur fair. Okay, einmal danke. Einmal hast du noch, auch zu zwei. Du bist auch zu zwei. Auf 3, 2, 1. Oh mein Gott, Tom, komm mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 Ihr habt gewonnen. Der Pool gehört euch. Aber ich kann mach's gut, XO. Lass mal fetten Daumen da, Mann. Der Pool gehört uns. Es ist unsere. Wir das dürfen jetzt hier weitere Videos vorbei. Für euch produzieren. Ja. Jetzt halt mal andere Spiele dir ausgedacht. Flexi und ich habe eine richtig geile Idee für das nächste Video auf unserem Kanal Game Room Flexi. Welches? Schalte dazu morgen einfach ein um 9.38 Uhr. Was, Sonntag? Bis dahin. Wir hoffen, wir sehen sie nie wieder, weil das ist unser Pool, unser. Der gehört jetzt uns und deswegen können wir für euch richtig, richtig krasse und viele geile Videos Challenges drehen. Machen, lasst nur jetzt für mal euch. Lasst jetzt fetten Like dafür und schaut euch mal, was für uns Geiles was ist das denn, ein Netz? Next ist das ein Wasserball-Poolnetz, Mann. Ja, weil hier ist nun das Netz. Es fehlt doch der Ball dazu. Du hast recht, Tom, wo ist der Ball? Wo ist der Ball zu diesem Netz? Hol ich euch sofort. Gerne, oh sehr gerne. Gott, wie krass ist das, Freunde? Damit werden wir jetzt richtig viel Spaß haben. Hier bin ich, Cayman. Wie sind eigentlich die Regeln? Haben wir irgendwelche Regeln? Ja, natürlich. Der Ball darf nicht das Wasser berühren. Okay. Es ist ganz einfach. Und es heißt, ist ein Netz. Ich darf auch nicht gegen das Netz werfen. Natürlich nicht. Du musst übers Netz werfen. Komm schon, das weißt du doch, Cayman. Alles klar, das ist jetzt mal ein richtig fetten Like da, Mann. Like und schreib mal in die Kommentare, was wir noch alles im Pool spielen können. Wenn ihr eine Idee habt, Mann, spielen. Bitte jetzt in die Kommentare. Spielen, oder? Let's go. Okay, bist du bereit, Let's Cayman? Go, Flex. Ja, okay. Okay, ich mach für dich gleich. Okay. Boah, 1 zu 0 für mich. Boah, das war echt krass, Egal, Cayman, Flexi, Mann. Du verlierst, Egal, Mann. Egal, nee, du hast keine Chance. Okay. Gib einen Daumen nach oben für Flexi. Okay, man. Oh. Sag mal! Du bist ein Verlierer aus. Was, es steht erst 2 zu 0. Ich werde dich noch besiegen, Cayman. Glaub mir. Yep. Yep. Ja! Nein, ja! Lucky aus. Nein, Lucky hat den Ball. Oh mein Gott, Lucky ist so wild drauf. Hilfe. Lucky. Oh nein. Ich habe ihn, Flexi. Ja, ich habe ihn. Oh, was ist hier los? Ich habe ihn, Flexi. Ja, endlich. Wo kommt Lucky nicht rein, hä? Flexi. Doch, habe ich. Du wirst mich besiegen, Cayman. Natürlich. Nein, Jörg, habt ihr das gesehen, wie knapp das war, Leute? Es war nicht knapp. Oh, es war alles gedacht, mein Freund Cayman. Oh. Ja. Ich werde dich bei Flexi. Was ist denn? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, diesen Nerfblaster Shockwave zu gewinnen. Oh mein Gott, der ist ja riesig. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist jetzt auf unseren Instagram-Account zu gehen. Da heißen wir Was Wir. Und uns abonnieren und dieses Bild mit uns einfach liken. Das und kommentieren. Auf und dieser Shockwave. Kommentiert dieses Bild haben wir heute Instagram hochgeladen. Jetzt auf Instagram, Was Wir gehen, dieses Bild liken, kommentieren. Und an gehört einem glücklichen Gewinner dieser geile Shockwave. Hey, der ist riesig, Mann. Der hat ein Trommelmagazin. Und Instagram, Instagram, abonnieren, kommentieren, liken, ein Gewinner lassen. Und wir schreiben uns persönlich an, Flexi. Aber jetzt, du wirst verlieren, Mann. Nein, ich habe gerade gesagt, ich werde gewinnen. Oh, ja! Entspann dich, Flexi, entspann dich, Mann. Was denn? Du wirst jetzt einen richtig krassen Schmetterball erleben, diese Leute. Challenge, ich werde Flexi zerfetzen, Mann. Ach ja, bist du bist dir sicher? Bereit? Cayman gegen Flexi, oder was? Ja, let's go. Ja, zeig mal. Der Ball, verdammt, was soll ich machen? Ich durfte mich nicht sehen. Oh mein Gott, ich fliege auf. Dann ruhig jetzt. Chill mal, Leute, Mann. Aber ihr wisst, ich gewinne, Mann. Was, ich gewinne? Dann hol ihn, komm. Weißt du was, gib jetzt mal einen Daumen nach oben, wenn ich gewinne. Okay, Flexi, hol ihn, Mann. Ich glaube nicht, dass du ihn findest, Mann. Der ist so weit weg. Denkst du, du findest den, Mann? Natürlich. Ja, guck, da ist doch gar nichts. Ich hab ihn. Hast du ihn? War zwar ein guter Schlag, aber ich werde dich trotzdem vernichten. Bist du sicher? Ja, bin ich mir. Okay, let's go. Wie geil ist das? Eieiei. Flexi, Mann, lass uns lieber was anderes spielen. Mann!
Hey! Lass doch Lucky! Was geht ab? Willst du auch rein, Lucky? Willst du auch ein bisschen Ball spielen? Auch im Pool spielen? Ey, okay, aber weißt du was? Wir haben doch ein richtig geiles Hundeboot für Lucky gekauft. Das haben wir doch extra vorbereitet. Weißt du was, Flexi? Machen wir mal das Netz hier raus. Das Netz? Lucky, hast du Bock, hä? Wo bist du? Hier. Perfekt. Wow. Guckt euch dieses geile Lucky Hundeboot an. Extra nur für Lucky. Komm mal, Lucky. Hier darfst du drauf. Komm, Lucky, komm. Ja, Lucky. Schnell. Komm her, Lucky. Komm her. Perfekt, Freunde. Oh mein Gott. Guckt euch an, wie geil es ist. Lucky feiert sie übertrieben, Mann. Ey, das ist ja wie ein richtiger Pool. Im Pool ist ein richtiges Floß für ihn. Macht dir das Spaß, Lucky? Lucky? Ich glaube schon. Schaut seinen schon. Kleinen. Hier, guckt mal. Wie er wedelt. Ja, der wedelt richtig. Der hat Spaß, hey. Einmal durch die Gegend schieben. Mein Leute, Gott, wie süß ist das? Lasst euch fetten Leute da. Gib mal einen Daumen nach oben für Lucky. Der hat richtig Spaß im Pool, ich so wie wir. Ich Runde durch, Flexi. Drei, hey, pass zwei, aber auf. Eins. Hey, Mann. Der dachte echt nicht, wo du bist. Wie krass ist das? Das sollen wir machen? Ja, mach nochmal. Okay, Lucky, hier ist Cayman. Ich bin hier, okay. Cayman ist hier. Tschüss. Wo ist Cayman? Wo ist Cayman? Wo ist Cayman? Ah, guck, hab ich gesagt. Jetzt hat er mich gesehen. Wo ist sein Ball, sein Lieblingsball? Hier ist sein Ball. Oh mein Gott, macht das Lucky schwer. Okay, krass. Oh. Was haltet ihr davon, wenn wir Hund in der Mitte spielen, anstatt Schweinchen in der Mitte? Das können wir echt machen. Auf geht's, Lucky. Lucky, hier. Oh, ihr Lucky, hier. Ja. Und hopp. Und hopp, Lucky. Wo ist der Ball? Lucky? Hier ist der Ball. Cayman! Aber wir sind so nett und geben Lucky natürlich am Ende den Ball zurück. Ja! Weißt du was, Lucky? Wir gehen mal kurz raus und uns ein bisschen aufwärmen. Wäre es okay, aufwärmen, wenn wir brauchen dich alleine was zu essen, was zu trinken. Perfekt. Alles okay? Lucky, du hast alles den Ball? Cool, Mann, du willst hier chillen. Was Besseres gibt's gar nicht. Lucky will hier chillen mit seinem Ball und wir gehen. Flexi, auf geht's. Lucky will hier chillen. Ich hab eh ein bisschen Hunger. Cayman? Cayman, Flexi? Danke. Ja, Lucky, bis später. Flexi, dass der Pool so viel Spaß macht, hätte ich echt nicht gedacht, Mann. Ich auch nicht, Mann. Und dass wir so viel Spaß hatten und Lucky auch so viel Spaß hatte und in den Pool ging. Oh, mich? Okay. Heftig, Mann. Lass mal ein Like dafür da, Mann. Und wir gehen jetzt nach richtig uns gut. Und wie gesagt, wenn ihr noch eine Idee habt, was wir im Pool spielen könnt, dann geht doch jetzt in die Kommentare und schreibt es einfach rein. Viel lieber auf Instagram und gewinnt unseren Blaster. Ey, Instagram. Folgt uns auf Instagram. Wir heißen dort wie? Was? Wir. Jetzt haben wir uns gut gestärkt, aber ich würde gerne noch was essen. Hast du eine Idee, was wir essen könnten? Ich habe eine Idee. Wie wär's denn mit leckeren Nudeln? Nudels? Das sind sogar die grünen von unserem Cayman und Flexi Video. Stimmt, Cayman und Flexi ist unser Zweitkanal. Zeig du dir mal unseren Wasser rein. Also, diese Nudeln sehen so aus. Die sind so Nester und die sind grün. Habt ihr das schon mal gesehen? Dann gebt mal jetzt auch einen Daumen nach oben, würde ich sagen. Dann Flexi, alles Wasser ist drin. Jawohl, let's go. Yes. Einmal hier rein. Alle? Oder eins, zwei, drei? Einfach ein paar rein. Schauen wir mal ein paar. Ui. Und was sollen wir da zu essen, Cayman? Ganz ruhig, Flexi, Mann. Wir haben doch einen ganz vollen Kühlschrank. Was? Der ist leer! Sucuk, Mann. Sucuk? Geiles Sucuk. Hier, gönn dir eine. Die Nudeln mit Sucuk. Genau. Ja, was bringt es, wenn wir es jetzt essen? Irgendwie müssen wir uns über das halten. Was, Ketchup oder sowas? Ketchup mit Nudeln? Ja, wieso nicht? Ist doch was Neues. Klassischer, wer kennt's nicht, Mann? Klassiker. Der Klassiker von 1990. Hammer. Die essen es doch bestimmt auch, oder? Was? Nein, auf keinen Fall. So, die Nudeln sind fertig, Freunde. Hey, die schmecken richtig gut, Mann! Barilla Nummer 553 wahrscheinlich. Grüne Nudeln, ich muss sagen, echt sehr lecker, oder? Also nur der Starter. Weißt du was, ich habe noch eine Idee. Und zum Nachtisch gibt es Flexi-Style einen trockenen Toast. Trockenen Toast auch für mich? Klar. Okay. Weil du es bist, Cayman. Noch alles? Reicht erstmal. Ich feiere jetzt meinen trockenen Toast. Hast du keine Lust drauf? Nein, du weißt, Nachtisch, Dessert. Erstmal einen trockenen Toast jetzt. Ja. Lucky! Hello, Lucky! Komm her! Ich tue nichts! Lucky, komm her! Komm her! Ich werde dich entführen!
Meine Kinder mit Jesse haben keine Chance. Hast du verstanden? Kommt mit mir, Lucky. Lucky, 快到我这儿来。 我把你弄到边上去，然后你就逃跑，然后你就跟我回去吧，这样他们就不会发现你了，明白了吗？ Verstehst du? Ihr werdet verlieren! Besiege euch! Was wollen wir von mir? Das ist mein Pool! Lucky! Hör mir zu! Okay, so heißt. Wir spielen um den Pool. Ich nehme dich jetzt mit. Lucky, wohin willst du? Verdammt! Ah! Jetzt ist Lucky abgehauen. Ich muss schnell weg, aber ich komme wieder. Versprochen. Auf der Tobi ist immer. Was ist denn los, Lucky? Lucky? Hm? Was ist los? Was? Wie? Dein Pool wurde zerstört? Was? XO? XO! Ah! Okay. Was geht denn jetzt ab, Mann? Alter, man guckt euch den Pool an. Hä? Das ist Lucky sein Pool gewesen. In tausend Einzelteile, Mann. Oh, schau mal. Die Luft ist raus. Die Luft ist raus und hier ist kaputt. Das war Lucky sein Pool. Das ist sein eigener Pool im Pool. Leute, was ist hier gerade geschehen, Mann? Lucky, was? Guck mal, Lucky ist ganz aufgeregt. Der kann nicht mehr. Flexi, der ist ganz aufgeregt. XO war hier, aber sie hat doch gesagt, sie geht für immer weg. Was? XO war hier? Okay, okay, ich glaub dir, Lucky ist over hier, Mann. Sein ganzer Pool ist kaputt, der Hundepool für Lucky. Wisst ihr was, Leute, Mann? Wenn wir den Pool von Lucky reparieren sollen für Lucky, lasst jetzt mal einen fetten Like da und schreibt Lucky in die Kommentare. Jetzt Lucky in die Kommentare schreibt, Mann. Mann, der ist völlig verängstigt. Flexi, der will sein Pool zurück. Ich gehe da sofort rein, Mann. Okay. Damit ihr mal seht, wie ganz einfach wir den Pool hier von Lucky zusammengebaut haben. Wir haben einfach eine Luftmatratze in so einen kleinen Pool gesteckt. Ja. So, dann haben wir hier zwei Holzbretter draufgelegt, dass er auch gut sitzen und liegen kann. Zack, das sieht schon mal sehr gut aus. Da es aber noch bequemer wird, gibt es noch zwei richtig schöne Kissen. Bequem. Okay. Sein Pool ist wieder fertig. Lucky, hast du Lust, Lucky? Oh, sein Ball noch. Lucky, kommst Lucky, du rein? Sein Ball, kommst du rein? Lucky, Lucky. Gott, der will nicht mehr, Leute, komm, wegen Lucky. XO. Lucky, der hat schlecht. Oh, doch, warte, warte, warte. Oh mein Gott. Gleich, ja. Lucky? Lucky, komm, wir sind's. Kevin und Flexi. Jawohl. Oh mein Gott. Es klappt. Oh mein Gott, Freunde. Nein, aber der Pool war kaputt. Mein Gott, was ist denn alles passiert, als wir nur kurz draußen waren? Wir haben nur eine Milch getrunken und einen Toast gegessen. Einen trockenen Toast, Mann. Das magst nur du sowas. Ja, das mag ich. Darum geht's aber jetzt nicht. Was ist in der Zeit passiert, wo wir weg waren? XO war da, hat Lucky gesagt. Ja, und der ganze Pool ist zerstört. Aber sie hat gesagt, sie kommt nie wieder. Und sie war trotzdem wieder da. Ihr habt's gesehen, oder? Ey, was soll man machen? Weißt du was? Ich habe eine kleine Überraschung für dich, Flexi, Mann. Und eine Überraschung von euch. Wartest du hier? Na gut, ja. Alles klar. Überraschung, Lucky. Bis gleich. Ich habe hier extra einen Basketballkorb gekauft. Flexi, guck mal. Oho! Ein Basketballkorb für den Basketball, den Lucky so feiert, Mann. Schaut mal her. Was? Natürlich kann jeder das machen. Das kann jeder, Mann. Aber... Da kann ja Lucky besser Basketball spielen. Natürlich mal von hier hinten. Ja, alles gut. Ist nicht so leicht. Lass es lieber sein, aber weißt du was? Ich freue mich trotzdem, weil es sieht richtig nice aus, gell, Lucky? Hast du auch Bock? Ui! Sollen wir eine Runde spielen? Eine Runde spielen, aber natürlich. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir stellen das Ding hier vorne hin. Ja. Jeder hat zwei Versuche. Und weißt du was? Von ganz Lucky, Schiedsrichter. Perfekt. Lucky, pass gut auf. Hier ist der Ball. Ha! Lucky hat's gesehen. Ganz genau daneben. Tom, sehr einmal den Ball bitte. Gerne. Danke dir, Tom. Sehr gerne. Perfekt. Einen habe ich noch, Flexi, oder? Ja, ich gebe dir noch einen Versuch, weil du gesagt hast, ist dein Basketballkorb, bitteschön. Wetten, ich treffe jetzt. Lucky? Glaub, und? Ja! Das war nur Glück. Einer von zwei, Flexi. Ja, immerhin, mach immerhin. Du das besser, Mann. Ich soll es besser machen? Natürlich. Ist doch gerne doch. Ja. Oder? Nummer eins, oder? Yes. Ha. Ah, ey, er ist aber unten. Einen hast du noch, dann gibt's unentschieden. Na gut, dann schauen wir mal. Ja, die Runde geht an mich, oder Lucky? Lucky hat nicht hingeschaut. Fangen wir mal, ob Lucky raus will. Cayman und Flexi sind die Besten. Ha, Lucky ist dran. Lucky, einmal den Basketballkorb. Lucky. Und Lucky, hopp. Ja! Oh mein Gott. Lucky, du hast Lucky, es geschafft, ist so krass. Mann. Einen noch, oder? Alle guten Dinge sind drei. Aber, oh. Schaut euch das an. Der ist besser als wir, Mann. Besser Alter, als was? Wir. Was machst du denn da? Cayman?
Nur weil du verloren hast gegen Lucky, musst du nicht den ganzen schönen Ding hier kaputt machen. Ich geh raus, Mann. Du bist ja wie XO, machst alles kaputt. Aber jetzt mal ernsthaft. Wir haben zwar hier Spaß im Pool, aber es kann nicht sein, dass XO wieder hier auftaucht. Sie hat letzte Folge verloren. Falls ihr die nicht gesehen habt, klickt jetzt hier oben drauf. Schaut euch an. Die hat gegen uns Challenges gemacht im Pool und hat verloren. Wir haben gekämpft. Wir sagen es jetzt. Wir sagen gleich mal das Ergebnis, sie hat verloren. Ja, und sie wollte nicht mehr kommen. Jetzt kommt sie aber wieder. Sie hat gesagt, sie kommt nie wieder. Sie war nicht alles kaputt. Das heißt, sie ist wieder aufgetaucht. Jetzt müssen wir irgendwas tun. Tom, jetzt darfst du immer werfen. Tom! Oh! Mit Wande! Mit Wande! Was mit denn Wande! Alles ist so gut, Lucky. Oh willst du mein raus? Gott, ey! Zack, willst du einmal raus? Yeah. Lucky, wir sehen uns nachher! Mach's gut, gell? Danke dir! Okay, den Ball will er natürlich mitnehmen hier. Hopp! Der will einfach weiterspielen. Wie? Noch weiter? Ja, wir haben auch Spaß, Mann! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ey, das wird so krass! Tank! Schaut es euch unbedingt an, Mann! Anschauen, aber ich bin am Gewinn, Flexi! Denkst du? Ich will nicht so... Ich hab grad ein richtig schlechtes Bauchgefühl auf einmal, Mann. Ja, was ist denn? Flexi, lass uns sofort hier aus dem Pool gehen. Wieso? Wir spielen doch gerade. Sofort, ich hab ein richtig schlechtes Gefühl. Ich glaub, XOXO kommt gleich, Mann, Flexi. XO ist doch vorbei. Nein, hör auf, mein Bauch ist fertig, Mann. Mein Bauchgefühl lügt nicht, Mann. Gib mal jetzt einen Daumen nach oben. Hey, ich schwör's dir, irgendwas stimmt. Ich will weiterspielen. Nein, es geht, Flexi, wir müssen hier raus. Ich glaube, XOXO kommt, Mann. Ich hab's nicht. Warte, das ist doch ein Prank von dir, wieder. Es ist kein Prank. Hundertprozentig kein Prank von dir. Lass mal einen fetten Like da. Du kennst mein Bauchgefühl. Es hat noch nie gelogen. Bis auf einmal, Mann. Also 99% liege ich immer richtig. Bitte. Und du willst, dass wir jetzt gehen? Wir müssen hier sofort rausfixen. Es wird irgendwas ja, Schlimmes weißt, passieren, wenn wir den Pool haben. Deswegen, Mann, bitte, Flexi, vertrau mir. Bitte vertrau mir. Vertraut mir auch, Freunde. Ey, Flexi, Mann, ich sag das nicht aus Spaß oder so. Es ist hundertprozentig kein Prank. Ich schwöre auf alles. Echt Spaß. Ich auch, aber wir müssen hier raus. Merkst du es nicht, Mann? Merkst du es nicht? Es kribbelt, Mann. Ich dachte, XO wäre vorbei. Die führt irgendwas im Schilde, Mann. Flexi, wir müssen hier diesen Pool überwachen. Wir müssen hier überall Überwachungskameras aufstellen. Wir trocknen uns. Flexi, ach, du denkst, sie kommt wieder her. Ich höre mich an wie ein Verrückter, wie ein Psychopath. Du denkst, sie kommt wieder her. Die kommt hierher. Wir müssen. Hier sind Kameras. Kameras. Mann, Flexi, bitte. Wir müssen uns abtrocknen. Dann müssen wir uns vorbereiten. Wenn du wirklich denkst, dass es wirklich so ist. Ich glaube, sie kommt her, Mann. Und du bist Cayman und ich bin Flexi und ich glaube, zusammen sind wir, was wir schaut, was für eine Attacke wir. Deshalb alles klar. Ziehen wir uns um. Ja, komm. Und dann. Oh. So, Mann, hier ist die Überwachungskamera, Freunde. Die werden wir jetzt aufbauen, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass XO. Cayman, ich vertrau dir. Bist du ganz sicher, Mann? Ich vertrau Cayman. Ja. Okay, ich vertrau mir auch, Mann. Ich mein Bauchgefühl lügt nicht. Dann schauen wir mal, ob die Kamera läuft. Check, 1-2, sieht man den Pool? Funktioniert, sehr nice, oder? Wunderbar. Pool. Freunde, die Kamera läuft, die GoPro ist platziert. Jetzt gehen wir runter in den Überwachungsraum und müssen einfach nur warten, bis sie kommen. Wir müssen sie noch ein bisschen verstecken. Stimmt, du hast recht. Mach noch so ein Handtuch drüber. Man muss sie ja nicht gleich sehen. So, meinst du so? Jetzt sieht man sie wirklich nicht Guck mal, gleich. Wunderbar. Irgend so eine Stange zum Handtuch halten, unser Handtuchhalter. Perfekt. Jetzt gehen wir in den Überwachungsraum und schließen die Kamera an. Live. Auf geht's, Flexi. Lass uns direkt die GoPro anzapfen. Mann, beeil dich doch mal. Der Pool ist ganz alleine. Wir sind drauf, Mann. Guckt euch das an. Da ist Alter, mein Schatz. Was geht's ab, Mann? Ein richtiger Windsturm, Mann. Hey, das bewegt sich übel. Heftig. Zum Glück sind wir hier im sicheren, Freunde, Mann. Und nicht im Pool jetzt. Jetzt können wir sie von hier aus überwachen. Einfach der Hammer. Und wisst ihr, was ihr jetzt machen dürft? Schreibt jetzt am besten einfach mal Boot in die Kommentare. Boot? Wenn ihr Boot in die Kommentare schreibt, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Herz und lasst ein Like da, Mann. Krass. Aber passieren tut irgendwie gerade noch gar nichts, ja, oder? Nichts, Mann. Irgendwie ist hier auf beiden Kameras Displays irgendwie nichts zu sehen, Mann. Okay, es ist windig, aber mehr nicht. Flexi, Mann, vertrau mir, warte ab, die kommt mal, ich bin mir so sicher, Mann. Ich wollte gerade sagen, bist du dir wirklich sicher? Rot in die Kommentare. Und gib einen Daumen nach oben. Ich werde Kimmen Flexi seine Pur werden. Dafür habe ich hier Geheimzutaten vorbereitet. Hahaha. 这个游泳池它是我的。Kino Flexi werden sehen, was mit ihr Pool passiert. Hahaha. Und jetzt die geheime Zutat. Damit werden sie ihr Pool nie mehr benutzen können. 我希望 Kino Flexi 任何人都不可以用我的 Pool. 绝对不可以让任何人用，因为它是我的。哈哈哈哈！ Noch ein bisschen hiervon und dann ein bisschen nochmal schärfen. Pepperoni, Chili und Fuego. Wenn mein Plan aufgeht, wenn ich meine Mission beende. Dann werden Cayman Flexi nie mehr ihr Pool benutzen könnten. Ha, 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 ha. Ich werde ein Ei reinlegen, dann werde ich es zerstören. Dann
臭死那个K-Man的Flexi， 办法没有办法再用那个泳池了，这真是一个天大的好办法。 Perfect! Noch ein bisschen blaue Flüssigkeit. Das sieht sehr gut aus. Ich liebe Knossis Nagel. Mein Rezept funktioniert. Jetzt noch ein bisschen rühren. Dann gehe ich zu Kim und Flexi ins Softquartier. Also irgendwie passiert echt nichts. Jetzt sind wir schon so lange hier und bis auf dass der Wind am Start ist, passiert gar nichts. Flexi, die wird kommen, Flexi. Vertrau mir, Mann. Die wird kommen. Die muss doch irgendwo hier bald auftauchen. Ey, das Mann. Ist zwar cool, dass wir hier Live-Aufnahmen haben, aber lass uns mal nochmal nach oben gehen und nachschauen. Sicher. Den ganzen Poolablauf. Falls ihr irgendwas findet, dann schreibt es in die Kommentare. Die wird gleich kommen, Flexi. Lass uns nachschauen. Das glaube ich nicht. Alles überprüfen nochmal. Ja, wir gucken nochmal direkt am Pool nach. Und jetzt, Flex, ich hab doch gesagt, hier ist nichts. Die hätten wir doch auf der Kamera gesehen, Mann. Ja, läuft die denn überhaupt noch? Das ist eine Live-Übertragung. Natürlich läuft die ganze Zeit, Mann. Was denkst du, Flexi? Sehr gut. Ja, nein, ich dachte, Mann, wir müssen das mal absuchen. Vielleicht war sie schon da, bevor wir die Kamera aufgebaut haben. Wir haben doch die Kamera. Tom, komm mit, wir schauen mal, was hier ist. Ist irgendwas? Hier ist nichts, Mann. Hier ist nur das Ding, ey. Das können wir mal raustun. Das können wir rausmachen, ja? Tom, komm mal näher. Hast du... Ich hab das... Flexi, Mann, was ist das? Was ist das? Hast du hier so eine Treppchen hingestellt? Nein! Alter, hier ist eine Zahl drauf. Was ist das denn? 10.000 Liter steht hier. Alter, ich zeig's dir, Flexi. Das stinkt, Mann. Das stinkt. Ich schwör, das ist von XO, Mann. Das ist von XO. Wieso haben wir das nicht gesehen? Auf der Kamera war doch gar nicht. Ich zeig's dir, Flexi. Habt ihr vielleicht gesehen, wie das hierher kam? Dann schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt. Ich hab euch gesagt, mein Bauchgefühl hat recht, mal Flex. Ja, was ist nur ein Zettel? Wir müssen hier weg. Das ist weg. Nur ein Zettel. Flex, wir müssen sofort hier weg, wieder runter zur Überwachungskammer. Ja, okay, du hast recht, Mann. Auf geht's zur Kamera. Perfekt, Mann. Jetzt müssen wir sie ganz genau beobachten, Flex. Ihr schaut fleißig mit, Mann. Ihr seht jetzt aktuell den Live-Feed von dem Garten, Mann, von dem Pool, Leute. Ihr seht ihn hier jetzt und lasst doch mal einen fetten Like da, okay? Bitte. Wenn euch was auffällt, schreibt es in die Kommentare. Wir haben jetzt alles live und sehen. Und schreibt Boot in die Kommentare. Wer will denn kein Boot haben? Aber Flex, jetzt Augen auf die Kamera hier. Jetzt. Ist so weit. Mein Geheimrezept ist fertig. Jetzt fahre ich zu Cayman Flexi und mache den Pool schmutzig. Weg damit. Das ist meine Mixtur. Ich schütte diese bei Cayman und Flexi in den Pool. Cayman, da ist sie! Wo? Da hinten wo? In der Ecke! Alter, da ist sie! Flexi, wir müssen uns in die Portal gehen! Nein, nein! Wieso nicht, Mann? Ich will wissen, was sie vorhat! Sie weiß doch nicht, dass wir sie filmen! Wir sind in unserem Garten, wie ich dir gesagt habe, ich hatte recht, wir müssen sie uns schnappeln! Nein! Was willst du? Wir wissen, was sie vorhat! Sie ist doch viel besser, Wissen ist Macht! Du meinst, wir beobachten sie, weil sie weiß nicht, dass wir sie beobachten! Eben, versteckte Kamera, oben! Das heißt, wir haben einen Vorteil, weil sie wir sehen sie, aber sie denkt, weiß es wir nicht. Nicht. Genau. Sie denkt, sie ist ganz alleine hier, aber sie weiß nicht, dass wir und jetzt bin ich mal gespannt, was sie vorhat. Ich will mal sehen, was sie denkt, wenn sie alleine ist. Du hast was recht, sie macht. Schauen wir weiter. Das habe ihr nur davon. Ich bin XOXO. Wenn ich den Pool nicht haben kann, dann kann ihn keiner haben. Kapiert? Und jetzt noch ein bisschen rühren. Rühren. Alter Flexi, siehst du, was die macht, Mann? Die färbt unseren Pool grün. Wieso schüttet die da irgendwas rein? Was ist das, Mann? Ist die so böse? Heftig, Flexi. Leute, was macht die da? Warum macht die unseren Pool grün? Da will ich aber nicht mehr drin schwimmen, Mann. Ja, aber das will sie wahrscheinlich. Flexi, lass uns doch holen, solange sie da oben ist, Mann. Nein, es ist doch viel interessanter, Mann. Jetzt wissen wir, sollen es weiter angucken, was sie macht. Gebt mal jetzt einen Daumen nach oben auf jeden Fall. Du hast für unsere versteckte Kamera. Ihr seid ja bei uns zum Glück, Mann. Schauen wir weiter. Rühren weiter. Immer rühren, rühren, rühren. Ich bin XOXO. Kapiert? Und jetzt viel Spaß mit euer neuen Pool. Flexi, die geht? Ja, die geht wirklich. Guck mal. Ja? Die läuft hinten raus. Okay, krass. Sollen wir hochgehen? Warte noch, warte noch. Sie muss wirklich ganz weg sein. Okay.
Jetzt aufgepasst. Ja, jetzt, Leute, komm mit. Wir müssen uns den Pool angucken. Was geht da ab? Nein, Mann, Flexi, was habt ihr mit unserem Pool gemacht? Mein Gott, schau mal, unser armer Pool. Der hat so viel Spaß gebracht. Und jetzt, was ist jetzt? Der stinkt übel. Schau mal das Blatt an. Schau mal, Cayman, das Blatt ist schon richtig schwarz. Das ist echt schwarz, Mann. Das ist schwarz. Junge, Vater, davor war es schön grün und braun. Kann ich mal reinfassen, ne? Nein, nein, hör auf. Sicher, hör auf. Wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nur, dass es XO war und dass sie was reingeschüttet hat. Den Pool können wir aber nicht mehr benutzen für kein einziges Video mehr, Flex. Es ist vorbei, Mann. XO hat gewonnen. Was soll das? XO kann doch nicht gewinnen, Mann. Warte mal. Was? XO hat doch immer gesagt, sie will den Pool zurückhaben. Ja. Jetzt kann sie ihn doch haben. Du meinst, wir stellen ihr eine Falle? Ja, jetzt kann doch XO den Pool haben. Du hast recht. Wir laden sie hier ein, sie soll wieder kommen. Wir sagen, wir schenken ihr den Pool. Ganz genau. Weil sie weiß ja nicht, dass wir das gewinnen. Wir sagen, wir hatten genug Spaß mit dem Pool. Du kriegst den Pool. Und dann ist XO zufrieden. Und wenn sie herkommen, weißt du was, Flexi, packen wir sie und schmeißen sie da rein. In dieses schmutzige grüne Wasser. In ihr eigenes schmutzige Wasser. Was soll denn das? Stinkt nach Fisch, Ei und so. Ja eben, weißt du was? Dann schreiben wir XO jetzt. Wir schreiben dir oder FaceTime irgendwas. Irgendwas. Komm, auf geht's. Wir haben uns entschieden, XO jetzt auf WhatsApp anzuschreiben und nicht auf FaceTime anzurufen, weil sie einfach unberechenbar ist. Und ich will sie eigentlich auch gar nicht sehen. Deswegen war unsere erste Nachricht an sie, XOXO, was hast du mit unserem Pool gemacht? Daraufhin hat sie geantwortet, wenn ich den Pool nicht bekomme, dann bekommt ihn niemand. Haben wir geschrieben, ja, wir schenken dir den Pool. Das ist nämlich unser Plan, ihr wisst, eben. Wir wollen sie ja nachher reinschmeißen. Ja, wir wollen sie pranken und deshalb schenken wir ihm wirklich den Pool. Da hat sie ein Video geschickt. Und jetzt schauen wir uns jetzt zusammen mit euch an. Oh, nee. Oh mein Gott, wirklich? Ihr schickt mir den Pool? Vielen, vielen Dank. Ich komme sofort putze ihn. Ich bringe alles mit. Ich reinige den Pool. Vielen Dank, Kim und Flexi. Ihr seid toll. Seht ihr, wie heiß sie ist, den Pool zu bekommen, Mann? Sie hat angebissen, Mann. Sie will jetzt unbedingt den Pool. Sie wird ihn sogar reinigen. Sie wird vorbeikommen. Daraufhin haben wir geschrieben, alles klar, dann komm vorbei, reinige den Pool und danach übergeben wir ihn dir gesäubert und es ist dein Pool, XO. Und das ist krass, weißt du warum? Der Plan ist aufgegangen. Und für diesen krassen Plan gebt ihr alle nochmal einen Daumen nach oben, würde ich sagen. Und schreibt Vote in die Kommentare. Vote. Sie hat geschrieben, ich bin in 30 Minuten da. Daraufhin cool. Wir, okay, alles klar, Flexi, das heißt für euch, für uns, warten, in 30 Minuten kommt sie, wir gehen jetzt raus. Bleibt auf jeden Fall dran, Pool. Wenn XO da ist, wird es nochmal richtig krass. Und dann melden wir uns gleich wieder. Jetzt ist schon eine halbe Stunde rum und XO ist immer noch nicht hier, wir warten die ganze Zeit Was auf macht sie. Die denn so lange? Einfach. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich dachte, vielleicht, sie wollte unbedingt den Pool haben, dann rennt sie noch hierher. Dieses Reinigungszeug kaufen, was sie gesagt hat. Und ich verstehe, das stimmt, ey. Wie will man denn so einen Pool putzen? Das geht doch gar nicht. Es ist ihre Schuld, sie hat das angerichtet. Während wir warten, könnt ihr jetzt nochmal schön unseren Instagram-Account folgen. Da heißen wir, was wir, geht auf Instagram, da haben wir übrigens den Gewinner vom Gewinnspiel aufgelöst. Gewinnspiel ist fertig. Steht jetzt auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch an dich. Spaß, du hast mit gewonnen. Der Nerf. Und ihr dürft uns jetzt noch auf Instagram folgen, weil es wird noch weitere Gewinnspiele geben. Like unsere neuesten Bilder, Freunde. Und wir coole warten. Bilder. Bis XO kommt. Ich hoffe, sie kommt. Hallo. Oh, XO, die ist da. Sie ist da, Flexi. Oh mein Gott, XO, was hast du da? Ich habe ein Geschenk für euch. Eine kleine Boot. Boot? Ja klar, schreibt jetzt noch mal Boot in die Kommentare. Das ist für Lucky, gell? Viel Spaß. Für Lucky, Boot in die Kommentare. Aber ich auch, wie willst du jetzt den Pool reinigen? Mit was wohl? Mit meinem Poolreiniger. Was ist das denn? Was ist das? Alter, du hast recht, grün. Ganz genau. Cool. Das Gegenteil. Schau her. Cool, oder was? Was ist jetzt los? Dann reinige ihn. Es ist dein Pool. Mach ich, Flexi. Schau gut zu. Okay. Das Nitroglycerin wird den Pool reinigen. Verstehe ich. Was? Schaut mal, Leute, schaut mal, was da abgeht. Das ist eine Chemikalie, die ich erfunden habe. Und so reinigt man den Pool oder was? Ja, bestimmt mit der Zeit. Heftige. Es dauert genau einen Tag, bis der Pool sauber ist. Ja, und danach kriegst du ihn. Haben wir doch versprochen, ja, oder? Ja, dann kriegst du ihn. Es ist dann dein Pool, sobald er gereinigt ist, weil da hast du irgendeinen eingeschüttet. Ohne Witz, guckt euch mal das an, wie das blubbert hier. Blubbert nicht mehr, XO, und der Pool ist immer noch grün. Yes. Es wird immer weniger. Sag doch, es dauert einen Tag. Ein Tag dauert es, bis er sauber ist, XO? Ja, dann schenkt mir XO jetzt den Pool einfach. Danke. Alles klar, XO. Hiermit gehört der Was-Wir-Pool offiziell dir. Du darfst Videos machen. Alles, was du willst, kannst du jetzt in den Pool machen. Und du kannst ihn bis zum Winter behalten, oder? Würde ich mal sagen. Ich danke euch. Alles klar, freut mich, oder? Flexi, Zucker! Oh, wow, was soll das? Und rein damit! Und rein hier! Oh. Hilfe! Hilfe! Bitte! Aua! Oh mein Gott, was passiert?
Ich habe keine Ahnung, Flex. Oh, schau mal! Oh mein Gott! Das ist doch XO, oder? Das war mal XO, glaube ich. Wo ist die hin? Das ist ja nur noch... guck mal, wie das aussieht. Alter! Was geht denn jetzt ab? Das ist so... Vorsicht, Flexi. Das kannst du rausholen. Was willst du? Oh mein Gott. Alter, schaut euch das an. Das sind böse Erinnerungen. Das ist XO. Wir haben heute eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr hören, Flexi? Welche sollen wir als erstes unseren Fans sagen? Die gute, die gute oder die schlechte? Flexi, weiß, du entscheidest. Komm. Die gute. Alles klar, Flexi. Leute, die gute Nachricht ist unser Pool. Sauber, Mann. Leute, das ist schon mal eine richtig gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist aber, Flex, dass wir XOXO umsonst da reingeworfen haben. Ja, weil XOXO hatte recht. Sie hat gesagt, ein Tag. Und was ist passiert? Der Pool ist wieder sauber nach einem Tag. Ein einziger Tag. Guck dich das an. Er ist kristallklar blau. Er war grün, Mann, Leute. Und falls ihr das Video nicht gesehen habt, klickt jetzt mal da oben drauf. Der ganze Pool war grün. Grün. Ich habe jetzt ein richtig schlechtes Gewissen, dass wir XO da reingeworfen haben, weil die wollte ja eigentlich nur spielen. Die wollte was Gutes. Die hat uns sogar geholfen. Sie hat ihn wieder sauber gemacht. Vernichtet? Ja, eben, weil XO gibt's eigentlich fast gar nicht mehr, sondern nur noch ihre Maske ist da. Flexi, Mann. Was machen wir denn da jetzt? Ich weiß nicht, wir müssen XOXO irgendwie zurückholen, aber das machen wir erstmal später. Ja, wir müssen uns entschuldigen, aber deswegen schaltet nicht ab, wir holen XOXO zurück. Deswegen würde ich aber jetzt gerne davor mal testen, ob der Pool auch wirklich so sauber ist. Stimmt. Und so clean ist, wie es geht. Cayman, du hast vollkommen recht, er sieht nur so aus. Aber wer sagt denn, dass er wirklich auch wieder clean ist, sauber und frisch zum Spaß haben. Er riecht auf jeden Fall sehr gut, Freunde, Mann. Wenn ich da jetzt reingehen soll, dann lasst jetzt mal einen fetten Like da. Ihr habt 2 Sekunden Zeit. Und schreibt Wasser in die Kommentare. Yes, Leute, ihr habt 2 Sekunden gehabt. Deswegen gehe ich jetzt hier mal rein, Flexi. Man, pass aber auf, Flexi, okay? Ich halte dich noch. Okay, das sieht... Alter, das sieht mir was wie in dem letzten Video mit XO. Hey, ist gut, ne? Flexi, hey, ist jetzt perfekt. Das ist die Top-Temperatur. Sicher. Du weißt doch, letztes Mal war der ganze Pool voller Grün. Flexi, das ist perfekt, Mann. Hier ist gar nichts. XO hat ihn echt gereinigt mit ihrem Nitroglycophat, Mann. Was? Dieses Blueborn? Ja, dieses Blueborn aus das der Flasche. Das war echt krass, Mann. Jetzt wird eine Gasflasche hier reingeworfen und schon ist das Ding sauber. Und was machen wir jetzt hier mit XO und ihrer Maske? Hast du eine Idee, wie wir die zurückholen können? Wir haben hier eine Maske, aber wir müssen sie ja wieder zu Menschen holen. Pass auf, XO ist weg. Aber was wollte sie am meisten? Nämlich den Pool haben. Wir müssen irgendwas mit dem Pool machen. Pool? Pool, Maske? Pool, Ritual. Maske, Pool? Pool-Ritual. Ein Pool-Ritual, Mann. Ein Pool-Ritual. XO, XO, Pool-Ritual. Ein Pool-Ritual, Mann. So steht es ja auch im Titel hier. XO, XO, Pool-Ritual, um sie wieder zurückzuholen. Hast du da Bock drauf? Habt ihr da Bock drauf? Dann gebt mal jetzt noch einen Daumen nach oben. Aber das kann nicht so einfach sein. Das wird richtig schwierig, das weißt du, Mann. Deswegen müssen wir im Internet erstmal nach dem Pool-Ritual gucken, wie man der XO zurückholt. Wie holt man sie zurück mit dem Pool zusammen? Im Internet stehen immer nützliche Sachen bei Google oder wie das Ding heißt, Mann. Dann müssen wir uns was ausdrucken. Auf geht's, das wird. Hallo, Hilfe, Hilfe. Ich bin hier gefangen im Pool. Hol mich aus sofort. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir so für Pool-Rituale finden und ihr hoffentlich auch. Gebt mal, jetzt noch mal einen Daumen nach oben dafür. Okay, hier haben wir schon die erste. Hey. Gibt es ein Vergiftungspool-Ritual? Das brauchen wir jetzt nicht. Ein Zerstörungsritual? Brauchen wir auch nicht. Nein, Zerstörung? Ich will meinen Pool behalten. Auch. Ein Säuberungsritual? Das Pool ist sauber. Wir haben es doch getestet. XO schon gemacht. Wir brauchen ein Wiederaufstehungsritual. XOXO muss jetzt wieder zurückkommen. Guck mal hier. Wiederaufstehungspool-Ritual. Okay, das hört sich sehr interessant an. Wir benötigen dazu Kerzen. 4 Stück. Haben wir die da? Müssen wir Ich glaube, ja. Kerzen haben wir. Apfelscheiben. Apfelscheiben. Ist kein Problem, oder? Nee, das kriegen wir irgendwo hin. Ritualgegenstand. Vermutlich die Maske von Maske. XO. XOXO. Okay. Die wollen wir wieder zurückholen. Ganz genau. Die haben wir auf jeden Fall, die Maske. Und dann, das kann ich nicht lesen. Was ist das? Ich glaube, das heißt Mehl. Was? Mehl? Vielleicht ist das die geheime Zutat. Okay, wir brauchen also Mehl. Kerzen, den Gegenstand, also XOXO-Maske. Und Apfelscheiben. Alles klar, dann holen wir die Sachen jetzt. Das ist alles. Halt, nein, da steht noch was. Und wenn alles vorbereitet ist, müsst ihr dazu tanzen. Das heißt, wir müssen in den Pool rein. Alter, der Pool, wir haben ihn getestet, der Pool funktioniert. Der Pool funktioniert. Gebt deshalb nochmal jetzt einen Daumen nach oben und schreibt Wasser in die Kommentare. Erinnert ihr euch daran, was sie gesagt hat? Sag doch, es dauert ein Tag. Ein Tag dauert das, bis er sauber ist, XO? Ja, dann checken wir XO jetzt. Ein Tag. So hat sie es gesagt. Ihr habt es gerade gehört, Mann. Und ich bin wieder hier am Start und es hat funktioniert. Deswegen holen wir XO zurück und wir kümmern uns jetzt um die Gegenstände für das Pool-Ritual. Hier haben wir schon mal Kerzenflexi. 4 Stück. Sehr gut, Mann. Dann kümmere ich mich jetzt um das Mehl und um den Apfel. Alles klar, dann gehe ich schon mal raus zu XO-Maske. Gut, dann schauen wir mal nach dem Mehl und
Da ist doch das gute Biomehl. Das nehmen wir auf jeden Fall. Und jetzt brauche ich nur noch einen Apfel. Und den Apfel haben wir hier. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das Ritual klappt. Gebt auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben für dieses krasse Ritual. Cameron, ich habe den Apfel und das Mehl, Mann. Perfekt. Und ich habe zwischenzeitlich schon mal ein paar Bretter geholt. Für was brauchst du denn die Bretter? Die Kerzen müssen doch irgendwie im Pool schwimmen und Holz schwimmt oben auf Wasser. Stimmt. Und die Maske muss auch sichtbar sein. Genau, die muss wahrscheinlich in der Mitte platziert werden. Nehmen wir mal die Kerzen mit. Oh mein Gott, das ist ein richtiges Ritual. Oh Gott, lass es mal. Fetten Like da, Mann. Ich bin so gespannt, wie das abgehen wird. Schau, was für ein Attack gehört dir. Das heißt, wir brauchen Apfelscheiben, Flexi, aber du hast hier nur einen Apfel gebracht. Ja, und ein Messer, Mann. Da kann ich doch hier kurz ein paar Apfelscheiben schneiden. Zack, zack, zack. Noch ein bisschen so. Okay, das so. Sieht gut aus. Und dann hat man noch gute Scheiben hier, oder? Würde ich mal sagen, echt oder? Gute Scheiben. Schaut euch mal an, souverän. Ich hoffe, es schwimmt. Du hast gesagt, Holz schwimmt. Okay. Das sieht gut aus, Flexi. Und ich habe mir gedacht, wir drehen das oberste Brett. Wie ein YouTuber-Board. Das sieht so crazy aus. Alter, schau dir das an, Leute, Mann. Das ist ein krankes Ritual, ey. Es ist noch nicht fertig. Und was jetzt noch fehlt, das sind wir. Du hast recht, Flexi. Was es stand wir? Im Ritual, dass wir in den Pool müssen, darum rumtanzen müssen und diese komischen Sätze aufsagen sollen. Die will ich hier gar nicht sagen. Das machen wir nur ein einziges Mal beim Ritual. Wahnsinn, Leute, Mann. Uiuiuiui. Oh mein Gott, schaut euch das an, ey. Unser eigenes Uja. Boah. So, die erste Kerze ist an. Teamwork is Dreamwork, weil man. Das Wichtigste ist, alle vier Kerzen müssen brennen so für das Ritual. Ritual. Schreibt jetzt noch mal Ritual in die Kommentare. Ritual. Alle Kerzen sind so, eine Nummer Kerze eins. Im Wasser. Wie krank ist das, Mann, überhaupt? Aber das ist Nummer eins. Ich weiß. Das zweite ist, diese Apfelscheiben müssen außenrum hingelegt werden. Okay, dann legen dürfen wir nicht mal da liegen. Hier hin. Die müssen außenrum überall hingelegt werden. Perfekt, die Apfelscheiben, die schwimmen um genau. Den Pool herum. Und das Mehl ganz genauso. So stand es in der Anleitung. Wir müssen einen Mehlkreis bilden. Ein Mehlkreis. Hoffentlich wird es hier nicht zu Teigflexi. Nein! Oh mein Gott! Cayman! Hier, nimm das Feuerzeug. Du hast die Kerze ausgemacht. Es muss doch alles passen. Wir wollen nichts so wieder zurückhaben, um uns zu entschuldigen. Geht jetzt noch mal einen Daumen nach oben dafür. Der Mehlkreis schwimmt, die Apfelscheiben sind hier. Das und jetzt, Flexi, kommt das, worauf ihr gewartet habt. Wir tanzen und sagen den Zauberspruch und das Ritual. Komm wieder, Beträufeln. Alle Kerzen sind an. Weil sie will den Pool gemacht. Ich weiß es nicht, Mann. Sie wollte den Pool haben. Guck mal, sie spürt den Pool. Sie spürt jeden Wassertropfen. Leute, wisst ihr, ob ihr irgendwo XO gesehen habt? War die hier in der Nähe, Mann? Was geht hier? Es kann doch gar nicht sein. Die Maske ist immer noch hier. Man muss sie beträufeln. Wie war's falsch? Ich weiß es doch nicht, Mann. Sag doch du. Ich habe keine Ahnung, Mann. Meine Brille ist auf jeden Fall weg und es ist nichts passiert. Aber das war das Ritual. Wir haben alles 1:1 nachgemacht. Apfel, Mehl, Kerzen, XO-Maske, alles ist im Pool, weil sie will den Pool haben. Wir müssen jetzt irgendwas übersehen haben, Flexi. Guck dir das an. Deine Kerze schon aus, Mann. Ja, aber was haben wir denn übersehen? Ich habe keine Ahnung. Lass uns zurück zum PC gehen. Wir müssen noch einmal nachschauen. Es muss ein Satz kommen. Irgendwas haben wir übersehen, Leute. Was? Mann, Cayman, irgendwas müssen wir übersehen haben. Das Ritual hat gar nicht funktioniert. Du hast recht, Mann. Ich schau doch gerade schon, wo der Fehler sein könnte, Mann. Hier wo ist der Fehler? Da ist der Text. Kerzen, Alter, haben wir. Haben wir. Die Maske haben wir. Apfel haben wir. Das... Mann, Cayman, das war gar nicht Mehl. Das Mehl hätten wir gar nicht gebraucht. Lest jetzt mal bitte vor, was da wirklich steht. Da steht 3 Uhr nachts anstatt Mehl, Mann. Flexi, tut mir wirklich leid. Und weißt du, was das Problem ist? Wir haben es gerade um 3 Uhr mittags gemacht, aber nicht um 3 Uhr nachts. Deswegen hat es nichts gebracht, dass wir da drum gesprochen sind. Weißt du was? Ich glaube, wir haben auch die Sätze falsch ausgesprochen. Dann druck doch mal jetzt noch mal die Sätze ich richtig die aus. So, ausgesprochen. Es war 3 Uhr nachts, Mann. Und ich nicht hab den Mehl. Pool versaut, Mehl, Mann. 3 Uhr, das M könnte. Ey, Leute, das war so groß, das kann ich da nichts für, Mann, oder? Ja, so groß oder so klein geschrieben? Weiß ich nicht. Wir melden uns auf jeden Fall um 3 Uhr nachts mit den Sätzen und dann wird das Ritual durchgezogen. Bleibt dran!
Lexi, hier sind die Sprüche, Mann. Die haben sie ausgedruckt. Lest sie dir mal kurz durch. Oh mein Gott, die sind ja richtig kompliziert. Wenn die funktionieren, können wir XO zurückholen. Aber dafür müssen wir zwei in den Pool. Und du weißt, wenn wir im Pool sind, müssen wir tanzen. Und diesmal nicht im Sitzen, so wie heute Mittag, sondern im Stehen. So steht's hier drauf. Oh mein Lexi, Gott. Mann, schau mal, XO ist schon bereit. Sie wartet auf uns. Oh, es sieht Gott, doch schon so aus wie ein Kreuz, Mann. Komm in den guten Pool, Mann. Lass uns keine Zeit verschwenden. Lasst uns zusammen XOXO zurückholen. Und aus diesem Grund zeigt es jetzt mit einem fetten Daumen. Lasst einen Daumen da. Und Leute, wir haben auf unserem Zweitkanal Kevin und Flexi ein richtig krasses Video. Flexi, Video. Du verbrennst gerade unsere Sprüche, Mann. Was machst du, Flexi? Wie sollen wir jetzt unsere Sprüche auswendig nicht lernen, Mann? Ich hab sie alle im Kopf, Mann. Ich hab sie im Kopf, ich schwöre. Okay, okay. Schaut euch die Folge auf jeden Fall an. Verpasst es nicht. Kevin und Flexi, klickt jetzt hier oben drauf. Ey, es war so krass. Oh mein Gott. Flexi, Mann, Alter. Ich glaube, es wirkt das Ritual. Es ist 3 Uhr nachts. Es fängt langsam an schon. Ohne dass wir was sagen. Okay, okay, okay. Ich hab sie, ich hab sie. Ist wieder richtig krass. Hast du die Sprüche im Kopf? Ich hab sie. Okay. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit? Ja, sind wir bereit. Ich bin nicht bereit, Flex. Ich muss dir nachsprechen, okay? Es ist kein Problem, Mann. Es ist kein Problem. Tanzen und sprechen. Schaffst du das, Cayman? Auf 3. Schafft ihr das? Und ihr guckt alle zu und gebt einen Daumen nach oben. 2, 1, go. Wir haben nur die Kerzen ausgemacht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Meinst du? Weil wir haben sie nicht ausgemacht. XO! XO hat sie ausgemacht. Alter, Flexi, Mann, ich dachte, das ist mega einfach, XO zurückzuholen. Aber guckt es euch an, die löscht einfach das Feuer. Ich weiß es. Leute, ich weiß es. Verrat uns, Flexi. Pass auf, wir haben jetzt alles richtig gemacht, aber wir müssen aus dem Pool raus, dass XO von alleine auferstehen kann. Weil sie wollte schon immer den Pool für sich alleine haben. Wir dürfen nicht dabei sein. Du hast recht. Wir haben alles richtig gemacht. Das heißt, wir lassen jetzt XO alleine hier. Ja. Sollen wir die Kerzen nochmal anmachen oder nicht? Wir machen sie nochmal an. Und ihr bleibt gespannt drauf, was hier passiert. Ihr dürft jetzt auf keinen Fall abschalten. Wenn ihr abschaltet, wirklich, nein, dann geht haben XO im Pool nicht mehr. Wir dürfen auf keinen Fall abschalten, weil jetzt kommt wahrscheinlich das Krasseste, was ihr je gesehen habt und geht mal jetzt nochmal einen Daumen nach oben. Auf ganz YouTube, wirklich, Mann. Wirklich, wirklich. Wir gehen raus, wir machen die Kerzen an und dann müssen wir selber gehen, weil XO wollte alleine sein. Das heißt aber, wir stellen hier eine versteckte Kamera, eine GoPro auf, um alles zu filmen, damit ihr das sehen könnt und damit wir es übrigens am Ende sehen können. Auch sehen, ist auch klar. Ja, aber das gucken wir danach an, aber ihr seht es zuerst. Deshalb, bleibt auf keinen Fall weg. Jetzt, wir werden rausgehen, Mann, weil sonst kommt die nie zurück. Siehst du doch, sie will alleine sein. Alleine, ohne uns. Dann machen wir jetzt Kamera, Feuer und dann gehen wir. Ja, auf geht's. Wir haben jetzt hier die GoPro-Kamera und die werden wir jetzt hier aufstellen, damit ihr auch seht, was hier abgeht. Läuft jetzt, Mann. Flexi. Ich hoffe, das Ritual funktioniert wirklich. Irgendjemand muss hier noch kurz die Kerzen anmachen. Gib mir das Feuer. Feuer, Mann. Ich gehe rein. Leute, fehlt noch uns. Guck mal, sieht gut aus, oder? Alles cool. Nur noch die Kerzen, Mann. Wir haben alles richtig gemacht. Glaub mir, Cayman. Und für was wir. Schau, was wir. Und der Pool gehört dir. Leute, Mann, die Kerze geht nicht an. Die ist komplett nass. Ich versuche es und versuche es. Wir haben komm, du kannst gerne ranzoomen, mein Mann. Zoom ran. Krass, was passiert hier? Die Kerze, die. Ja, okay, sie funktioniert. Die Kerze. Die erste Kerze ging wieder aus, Mann. So viel Wasser hier beim XO Pool, Mann. Das ist das Ritual. Wie gesagt, Daumen nach oben, Mann. Ihr wollt das XO Pool. Sie funktioniert. Nicht wir, Mann. Alle drei Kerzen brennen. Oh mein Gott. Ich komm raus. Perfekt, Mann. Oh mein Gott. Okay. Freunde, die Kamera läuft. Die Kamera läuft. Und wie gesagt, XO hat gesagt, sie will alleine sein. Die eine Kerze ist wieder ausgegangen. Die Kerze. Es muss alles funktionieren. Alter, was ist das? Viel zu krass, Mann. Viel zu krass. Was machst du denn? Alles jawohl! Sie brennt, Mann, sie brennt. Alle drei Kerzen und das ist wichtig. Schicken wir das nun in die Mitte von dem Pool, Mitte, Mann. Und das auch wichtig, in die Mitte des Pools. In die Mitte des Pools. Und da muss es dann auch bleiben, oder? Ja, genau. Okay, genau. Freunde, ihr lasst ein Like da, wir schalten auf die GoPro und dann hoffen wir einfach, dass XOXO zurückkommt. Wir hoffen es. Let's go. Ich werde euch töten! Keiner macht das mit mir! Das ist mein Pool! Auf geht's, Tom, komm mit! Oh Gott, ich raus hier, Mann!
XO. Ach, da guckt ihr das an, oder? Sie genießt den Schaden. Wir haben das Ritual geschafft. Dank euch. Sie genießt den Schaden. Oh mein Gott. Schaut es euch an, XO. Komm her. XO bekommt den Pool. Wahnsinn. Und wir haben es wirklich geschafft. Dieses Ritual hat zu 100% funktioniert. Gott sei Dank haben wir XO jetzt noch einen Daumen nach oben. XO, XO. Es hat funktioniert. Das ist so krass. Hab ich euch. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Mann, bitte lass uns nicht los. Bitte. Was ist jetzt los? Die kommt gleich wieder mit irgendeiner Challenge, Mann. Die schmeißt uns hier rein und lässt uns nicht mehr raus. Lasst jetzt mal einen fetten Like da und schreibt jetzt grün in die Kommentare, wie der Pool grün. Mann. Grün wie die Farbe. Jetzt das Becherspiel. Das Becherspiel? Was sollen wir machen damit? Ihr dreht euch um. Ich verstecke den Becher im Pool. Ihr müsst die suchen. Okay. Ah, wir sollen uns umdrehen. Hey, so, ja? Sie wirft den Becher rein und wer den Becher als erstes in diesem coolen Pool findet, gewinnt. Und was gewinnt man, XO? Was gewinnt man? Bleibe mal, guess a local kid. Okay, alles klar, das sehen wir später, okay. Ja, toll. Aber schau mal, Tom, wie sollen wir das hier finden, XO, in diesem grünen, versiffenen Pool? Ein durchsichtigen Nerfbecher, wie sollen wir den bitte hier? Und das ist hier alles trüb und das ist unmöglich, es kann ewig dauern. Okay, warte, es geht los, okay? Okay. Ich hab den Becher gehört, du auch. Ich auch. Dann würde ich mal sagen, auf dein Zeichen, XO. Los. Hey, ich bin schon. Ich hab dich, Flexi. Ich hab dich, XO. Was hab ich jetzt gewonnen? Her. Wie? Jetzt die zweite Runde. Okay, let's go. Let's go. Los. Hä? Wo ist der Becher? Ich hab... Warte doch. Ich hab... Nein, ist es ein Stein? Das ist ein Stein. Nein. Oh nein. Okay, steht 1 zu 1, XO. Und jetzt? Gib bitte her! Bei 1-1? Den Stein machen wir raus, Mann. Das tut ja richtig weh. Stein? Es ist 1 zu 1. Letzte Runde. Die Runde entscheidet, Mann. Okay. Auf dein Zeichen, XO. Moment. Und los! Hey, Mann! Ich hatte ihn nicht in meine Hand legen. 1-0 für mich, Freunde. Das ist doch mal ein fetten Like da für uns beide, was wir, Cayman und Flexi. Und vergiss nicht, schreibt grün in die Kommentare. Es wird richtig krass noch. Bleibt auf jeden Fall dran, Mann. Cool ist eiskalt. Warte, XO hat was zu sagen. Schluss mit lustig. Kommen wir zu Spiel Nummer 2. Was? Zweites Spiel, was könnte das Spiel? Flexi, was wird immer... Wir müssen spielen, weißt du warum? Sie lässt uns ja nicht aus dem Pool raus. Wir wollten rausgehen, sie schuckt uns wieder rein. Wir haben ihr gesagt, wir können den Pool teilen, genau damit. Aber das wisst ihr nicht, auf einmal sind wir drin und sie ist draußen. Und lässt uns einfach nicht in Ruhe. Egal, abwarten. Gebt einen Daumen nach oben, dass sie uns endlich aus diesem Pool raussetzt. Jetzt ist ein Gefängnis. Das war unser Glückspool und jetzt ist es ein Pool-Gefängnis. Stinke Pupsi-Kaka-Gefängnis, Mann. Das riecht so ekelhaft hier drin. Wir dürfen nicht raus. Reise nach Jerusalem. Reise nach Jerusalem, Mann. Wie geil ist das denn, Alter? Flexi, ein Stuhl, eine Reise, Jerusalem! Cayman, was machst du da? Reise nach Jerusalem, Spiel, wie ist XO, XO weg? Ja, das Spiel ist zwar lustig, aber nur weil es XO sagt, sollen wir es dann machen? Wach doch mal auf! Gib mal jetzt einen Daumen nach oben, dass Cayman aufwachen soll! Flexi, warum hören wir überhaupt auf XO, Mann? Das ist die Frage! Hier, XO, du kannst deinen Stuhl wieder haben, Mann, den brauchen wir nicht. Was soll das? Wir spielen nicht mehr deine Spiele, es ist jetzt warum nicht? Du kannst den Pool haben, wir können uns teilen, wir haben die Gemeinschaft, Mann. Ich will den Pool für mich alleine. Wir werden alleine haben, ist ja klar, weil wir können uns teilen, das ist unser Pool. Im Hauptquartier! Wir lieben diesen Pool, auch wenn er grün ist. Wie ihr wollt! So, was geht denn jetzt ab? Und was will passieren? Was soll passieren? Ich komme und mache euer Puka. Hey, weißt du was? Dann soll sie doch machen, Mann. Mach doch, wir glauben es ist mir egal, was du machst. Ja, das ist unser Pool, der gehört, was wir und Kevin und Flexi. Wir müssen doch nach Frankfurt. Weißt du was? Hau ab und komm nie wieder. Komm nie wieder.
Ich schwör's dir! Denn Flexi, beruhig dich doch mal ein bisschen, Mann. Es ist wieso denn? Jetzt seid doch mal ganz ehrlich. Die nervt uns jetzt tagelang, wochenlang, monatelang. Und das ist unser Pool. Puh, perfekt. Sind wir allein gezogen? Ja. Wunderbar. Okay. Hey, 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 ja, doch nicht so Stress. Wir gehen ja schon. Wir gehen ja schon. Halt, warte, du brauchst uns nicht reingucken. Wir gehen freiwillig. Wir gehen ja schon. Okay. So, du bist echt sehr freundlich mal wieder. Junge, Junge. Und was willst du jetzt von uns? Ich will schlitten. Oh nein, ich bin unter Pool zerstört, Flexi. Oh mein Gott, 10.000 Liter Wasser. Nein, bitte. Bitte nicht, XO. Bitte nicht, wir schenken dir den Pool. Du kannst ihn haben, aber zerstören. Schreib jetzt nochmal grün in die Kommentare, damit ich auch unser Pool nicht bleiben soll. Bitte was nicht, hast du vor? Nein. Oh mein Gott, was hast du gemacht? Was machst du? Nein, nicht. Das ist nicht so eine Lache. Nein. Oh mein Gott. Das ist der Pool. Nein. Hilfe. Oh, der Pool. Jetzt viel Spaß mit euer Pool. Was passiert hier? Was macht ihr? Habt ihr Pflaster da? Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr... Was machen wir hier? Ich weiß es nicht! Wir heilen hier! Okay, was soll ich machen? Schau dich das an! Lexi, mach zu! Halt doch zu! Lexi, gib den Daumen noch auf! Schau dir das an! Max, so, jetzt fängst du auf! Tschüss! Mach doch den Pool kaputt und geht einfach, Lexi! Was ist das? Ich weiß es nicht! Halt dir doch fest! Oh mein Gott, was geschieht? Wie soll das gehen? Oh mein Gott. Ja, was geschafft? Der ganze Pool ist kaputt. Das ist alles kaputt, Mann. Ist alles kaputt. Ist alles kaputt. Lexi, Mann. Unser Pool. Unser Pool. Komm mal rutschen, Gewächs. Einmal Spaß. Komm mal, Flexi, ich hab ihn blockiert. Du bist ja wie ein Stopfel. Ein Stopfel. Okay? Oh mein Gott, perfekt. Ja, bleibst du, dann kann ich wieder schwimmen. Wie du schwimmst, Flexi, ich rette unseren Pool. Ja. Haben wir noch Platz? Danke, Kevin. Komm, Flexi. Hey, nein, du darfst nicht kommen. Wieso? Dann geht doch alles wieder weg. Nein. Hey, immer noch was. Oh mein Gott. Was geht's hier ab, Leute? Guckt euch das an, Flexi. Was ist denn hier los, Mann? Ich schwimme hier. Was hat XO getan? Oh. Leute, ich so. Sie hat unseren Pool zerstört. Annie, das hat sie noch nie gemacht. Sie war noch nie so böse und hat sowas kaputt gemacht. Dieser Pool, der war so teuer. Bitte, bitte. Gebt jetzt noch mal einen Daumen nach oben. Der Pool war so teuer. Ich gehe so lange nach der Runde schwimmen, solange es noch geht, Flexi. Ja. Freunde, wir genießen jetzt noch das letzte Mal Pool. Ich bin richtig traurig, Mann. Okay. Aber vergesst nicht, klickt jetzt hier oben rechts drauf und schaut euch unser NWBL-Match an, Mann. Das ist das ein Finale überhaupt. Bitte, geht auf den Kopf. Wenn wir dieses Match gewinnen, gewinnen wir das ganze Turnier. Ja. Und ich bitte euch, lasst ein Like da bei diesem Match und schreibt was wir in die Kommentare. Also ihr geht zum Match rüber und wenn ihr auf den Match seid, schreibt da unter schreibt den ihr Match hier rein. Bei NWBL, weil wenn wir gewinnen, sind wir die Sieger dieses Jahres von 2022. Flexi, Mann, aber ich bin eh einerseits beruhigt. Der Pool war ein bisschen schmutzig. Und nicht nur das, wir müssen sogar das Turnier gewinnen, weil dann können wir uns einen neuen Pool kaufen. Das ist echt so, Leute, Mann. Wir verabschieden uns von euch. Wir genießen jetzt noch die letzten Minuten mit unseren Geliebten. Das war unser Pool. Oh mein Gott, Mann, Sommer ist vorbei, Pool ist vorbei, XO hat alles kaputt lass gemacht. Lass mal fetten Like da, aber XO wird das zurückbekommen. Und in der nächsten einen Daumen nach oben, wenn XO richtige Rache bekommt. Wir werden diesen Pool beerdigen in der nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall ein. Es ist ein wirklich trauriger Tag. Man schaut euch unser geliebten Pool an, der ist einfach kaputt. Und XOXO hat über die Nacht hier noch ein riesen Loch reingemacht. Überlegt mal, XO hat letztes Video nur dieses Loch mit dem Messer reingemacht und das ganze Wasser ist hier rausgeflossen. Hier raus. Dieses Loch. So schön, dass ihr... Ja. Und das ist das Letzte, was übrig geblieben ist. Nur noch dieses bisschen Wasser voller was Blätter. Was ist hier los? Freunde, lass jetzt mal einen fetten Like da. Wenn wir Revanche an XOXO üben sollen. Die Rache wird hart sein. Sowas können wir uns nicht gefallen lassen. Und gerade jetzt ist wieder schönes Wetter. Der Hammer, 20, 25 Grad hier in Stuttgart. Und jetzt perfekt zum Schwimmen im Pool. Und was ist übrig bei uns? Das hier. Nur noch das hier. Zum Planschen, Leute. Guckt ihr das an, Mann. Das haut schon. XO hat ihn zerstört. Und wir kriegen ihn auch nicht mehr zusammen. Seitlich können wir das reparieren. Das kriegen wir nicht mehr hin. Schaut euch dieses Loch an.
Guckt euch das mal an. Die hat alles rausgerissen, das alles kaputt zerrissen. Schlange zerbogen, Mann. Alles da, das Loch, das kriegen wir doch nicht geflickt. Das kriegen wir nicht mehr geflickt. Und das Schlimmste ist noch, XO ist danach einfach abgehauen. Lucky schaut sogar durch das ja, Loch. Ja, Lucky, guck mal, wie traurig Lucky schaut. Lucky. Er ist traurig wegen dem Pool. Er sieht das Loch und kann nicht mehr. Mann, Lucky. Schau, da ist er und jetzt geht er traurig weg. Lass jetzt mal einen fetten Like da und schreibt Rache in die Kommentare. Schreibt Rache in die Kommentare. C-H-I. Denn wir werden hier, nachdem wir diesen Pool heute beerdigt haben, wir bleibt auf jeden Fall dran, wir werden diesen Pool beerdigen. Und dann gibt es die Rache an XO. XO wird alles zurückbekommen. Schau dir das an. Sie war noch nie so böse. Sie hat einfach kaputt gemacht. Unsere Liebe, unsere Freude, unseren Spaß und was bleibt übrig? Cool. Da können wir doch nicht mehr schwimmen. Das ist Kacke. Wie soll ich nicht? Ja, das ist. Nee, macht doch keinen Spaß mehr. Das stinkt auch, Flexi, Mann. Ja, Flexi. Und wir können auch kein neues Wasser einfüllen. Warum? Hier ist kaputt, da sind Löcher drin. Es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Leute, jetzt schaltet auf gar keinen Fall ab. Denn was ihr jetzt sehen werdet, wird euch traurig machen. Ja. Wir werden unseren heiligen Pool beerdigen. Wir bauen jetzt alles ab, was noch übrig ist. Das, was übrig ist, bauen wir was jetzt wir retten ab. Können, retten wir. Retten wir. Danach graben wir ein Loch in den Boden und werden diesen Pool wirklich beerdigen. Und da seid ihr jetzt mit live dabei. Ein Grabstein für den Pool holen wir uns auch noch. Dann bauen wir mal ab, oder? Flexi, Mann, wir müssen irgendwie das restliche Wasser hier aus dem Pool bekommen. Ja, und wie? Leute, aber guckt euch das mal an. Aber schaut euch mal unseren Rasen an. Hä, was ist mit dem Rasen los? Der ist ja komplett braun. Ja, da steht auch ein Pool drauf. Du hast recht, Flexi. Komm, ich geh rein. Ja? Es ist gar nicht so leicht, hier das zu reparieren, was XO zerstört hat. Wir müssen... Was willst du machen, Kevin? ...das restliche Wasser rausbekommen. Ja, müssen wir hier sind. Da sind XO ihre Löcher. Die hat sie mit einem Messer gemacht. Da können wir das Wasser rausmachen. Vielleicht haben wir das ganze Wasser draußen drin. Ja. Und? Oh. So gut wie alles draußen. Das Wasser ist jetzt auf dem Rasen, wo es braun ist, dann wächst da wieder neues Gras. Perfekt, jetzt müssen wir diesen Pool nur noch auseinanderbauen, diese ganzen Stangen demontieren. Das ist ja easy. Und dann packen wir zurück in die Verpackung. Ja, und beerdigen ihn. Das ist das Ende, Freunde, von unserem Pool, Mann. Ja. Wir müssen jetzt hier jede Stange nacheinander rausziehen. Ah ja, leider kaputt. Haben wir keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Was würdet ihr machen in unserem Fall, Mann? Würdet ihr den Pool abbauen? Würdet ihr ihn versuchen zu reparieren? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Hände! Okay, das ist so traurig, das verletzt mich. Ich weiß, aber was sollen wir denn machen? XO wollte es so und jetzt haben wir den Salat. Flexi, Mann, das war es. Das jüngste Gerüst. Das Gerüst ist am Ende. Und was bleibt? Der Boden. Das ist der Boden, Mann. Schreibt jetzt nochmal Rache in die Kommentare, weil das hat XO uns angetan. Wir müssen diesen Pool abbauen, obwohl schönes Wetter ist. Lass uns alle Stangen auf einen Haufen legen und danach die Poolplanen zusammenfalten. Das ist eine gute Idee. Alter, Mann, so traurig, Mann. Eine schöne den Pool, Ära, ja. Zu Ende. Es ist doch wirklich traurig, den Pool jetzt so zu sehen. Deswegen, ich meine, vor Wochen haben wir hier gebadet und jetzt ist er so. So ein Pool nackt hier zu sehen, Mann, das geht nicht. Kannst du bitte die Originalverpackung von dem Pool holen? Ich weiß, wo der Karton steht. Perfekt. Den hole ich jetzt. Kevin, ich hab die Kartons. Kevin? Flexi? Was machst denn du hier? Hier ist der Karton. Vielen Dank, Flexi, Mann. Boah. Hier. Perfekt. Ah. Ja, Lucky, das ist der Karton, das ist der Originalkarton. Da müssen wir ihn jetzt reintun und dann werden wir unseren Pool beerdigen. Ja, auf jeden Fall, Mann. Deshalb schreibt nochmal Rache in die Kommentare, damit weil ich habe immer noch richtige Wut auf XO. Süßes, sonst gibt's Saures. Kurz vor Halloween werden wir uns an ihr rächen. Das machen sie kurz vor Halloween. Leute, Mann, abonniert den Kanal jetzt mal, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr wollt es unbedingt sehen. Und rein mit dem Ding. Oh mein Gott, Flexi, du hast es geschafft. Und es war nicht mal so schwer. Zurück in seinem Zuhause. Oh, da ist der Pool. Und da gehört er auch wirklich hin. Er geht zurück in sein Zuhause. Werde dich wirklich vermissen. Und ich muss nur sagen, wir sind wirklich traurig. Ihr seht, das Cayman ist traurig. Ich bin innerlich traurig. Aber ich weiß, was das auch für mich bedeutet. Heute Abschied nehmen und morgen wieder drüber lachen. Eine Ära geht vorbei. Der Pool ist eingepackt und es ist zu Ende. Pooli ist genauso traurig wie ich, Flexi. Gib ihm noch sein Schnulli, damit er nicht mehr so traurig ist. Das ist das Letzte, was er noch hat. Ah, das Letzte, das Ventil. Was weißt du, wie wir dieses tiefe, traurige Loch nur überwinden können? We'll be right back.
Stopp, Flexi, Pulli wollte doch eingeäschert werden. Ach, stimmt! Der Pool ist jetzt begraben und ich wünsche ihm alles Frieden und Ruhe unter der Erde. Es war eine sehr schöne Zeit, eine sehr schöne Ära mit dem Pulli und es war einer der geilsten Sommer, den wir hatten, Mann. Mit dem Pulli zusammen, es hat so viel Spaß gemacht. Danke, und wirklich. Ich würde sagen, wir holen den irgendwann mal wieder raus, weil wir müssen einen neuen Pool holen. Vielleicht steht er im Sommer wieder auf. Oder im Winter, Mann, wer weiß es. Man weiß es nicht, das stimmt nicht. Aber apropos Pool, es ist jetzt noch wichtiger, dass ihr jetzt noch einmal alle Rache in die Kommentare schreiben werdet. Rache, wir brauchen eure Unterstützung. Beerdigung ist jetzt zu Ende. Wir haben getrauert. Fertig, Kapitel. Aber jetzt Ideen für die Rache an XO, weil sie hat uns das angetan. Und zum Glück habe ich mir schon ganz viele Gedanken gemacht während der Beerdigung. Zum Beispiel ist sie jetzt kurz vor Halloween, Flexi. Und da könnte man, apropos Halloween, auf unserem Kanal Cameron und Flexi haben wir 24 Stunden Halloween-Essen hochgeladen. Alles. Süßigkeiten, hier klingt oben. Hier oben drauf, guckt es euch Kürbis, an. Müsst es euch Kürbiscremesuppe, Süßigkeiten, alles was mit Halloween zu tun wir hat. Wir wissen, dass wir es euch interessiert und deswegen müsst ihr es ihr müsst euch jetzt anschauen. Halloween-Essen, 24 Stunden. Und jetzt zurück zu unseren Rachen, Mann. Aber du hast recht, Halloween steht vor der Türe. Ja. XO verdient eine Rache. Jetzt habe ich es aber vergessen. Meine Halloween-Rache habe ich jetzt vergessen. Ja. Aber wir haben ja tausend andere Rachen. Wir können jetzt zum Beispiel die Haare abschneiden. Wir können sie gefangen nehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können sie herlocken und in den Keller sperren. Oder wir gehen zu ihr, wir treffen uns irgendwo und dann spannen wir so ein Netz am Boden. Wenn sie raufläuft, ziehen wir eine Schnur. Ich merke schon, es hängt irgendwie was zusammen, dass wir eine Falle organisieren. Es muss irgendwas Krasses sein. Und wenn ihr vielleicht noch ein paar Ideen für uns habt, wie wir XO die Rache stellen können. Bitte, bitte. Helft uns jetzt. Schreibt Ideen in die Kommentare, wie wir XO die Rache besiegen. In der nächsten Folge, würde ich sagen, lesen wir eure Ideen vor, holen die besten 3-4 Ideen raus und setzen sie um. Also wenn du willst, dass deine Idee umgesetzt wird von uns beiden, schreib in die Kommentare und gib diesem Video einen Daumen nach oben. Das Allerbeste ist, Flexi, unsere Fans können so oft in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Wenn ihr eine Idee habt, in die Kommentare. Wenn ihr fünf Ideen habt, schreibt in die Kommentare. Fünf Kommentare. Wir müssen uns auch überlegen, was wir machen, weil XO muss eine Rache erleben, aber nicht mehr normal. Wer ruft an? XO, alter Flexi. XO! XO ruft an, Freunde. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir rangehen, Flexi? Ich geh ran. Nein, geh nicht ran. Wieso nicht? Bist du verrückt? Wir haben gerade über sie gesprochen und in dem Moment ruft sie an. Das kann doch kein Zufall sein. Hört uns ab, oder was? Das ist bodenlos, dass sie jetzt anruft. Ich hab sie weggedrückt. Okay, perfekt. Wow. Leute, was will XO von uns? Wir wollen noch was von ihr. Wir wollen noch die Rache an sie ausüben. Nein, das ist doch krass, Mann. Wir reden über den Teufel und der Teufel, XO, ruft an. Das ist doch kein Zufall. Das heißt, sie weiß bestimmt, dass wir Rache eine üben wollen. Das heißt, sie weiß auch, dass wir irgendwie. Das kann sie aber denken. Sie hat den ganzen Pool einfach zerstört. Sie ist doch klar, dass wir Rache wollen. Eigentlich ja. Das heißt, wenn wir jetzt rangehen oder irgendeinen Spaß machen mit ihr oder irgendeine Falle stellen, dann weiß sie das. Okay. Verstehst du? Ja, verstehe ich schon, aber was ist unsere Lösung jetzt? Sollen wir ihn zurückrufen oder nicht? Ja, sie muss. Wir müssen sie irgendwie in eine Falle locken, aber dass sie nicht weiß, dass es eine Falle ist. Das heißt, wir schreiben ihr ein WhatsApp oder was sollen wir machen? Wir schreiben auf jeden Fall, wir gehen nicht ran. Aber weil dann hört sie jetzt? Soll ich hier jetzt schreiben? Du schreibst ihr jetzt, weil dann hört sie bei unseren Stimmen raus, dass es eine Falle ist. Weil sie rechnet ja mit einer Falle. Sie kennt unsere Probleme. Sie rechnet mit einer Falle, sie hat den Pool kaputt gemacht. Natürlich ruft sie uns an. Sie will uns testen. XO ist so gemein. Gib mal jetzt noch einen Daumen nach oben für uns beiden und schreib Rache in die Kommentare. Hashtag Rache, 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 Rache. Hier steht es nochmal ganz groß. Weil jetzt müssen wir richtig was planen. Früher haben wir gesagt, hey, komm vorbei, wir geben uns. Ja. Das wird dieses Mal nicht klappen, bin ich mir ganz sicher. Du hast recht, das heißt, sie rechnet mit einer Rache. Deshalb muss die Rache noch krasser von uns übertragen sein. Was ist? Sie ruft nochmal an. Sollen wir reingehen? Sie penetriert uns. Das zweite Mal ruft sie jetzt an. Das ist alles so dieses. Komm, ich gehe jetzt ran. Ich gehe jetzt ran, oder? Nein, oder ja, oder nein, oder ja? Nee, weißt du was? Ich habe sie weggedrückt wieder. Okay, okay. Leute, man, zweimal ruft die hintereinander an. Was will sie? Warum macht sie das? Das ist Psychoterror. Wir wollten Psychoterror. Sie will uns nerven, Mann. Das kann doch nicht sein. Du weißt doch Bescheid. Ihr habt doch die Folgen gesehen, so wie ihr. Schaut hoffentlich auch jede Folge an, Mann. Ihr schreibt jetzt auch übrigens nochmal die Kommentare, was wir mit XOXO anstellen sollen. Rache in die Kommentare, aber auch, habt ihr eine krasse Idee, wie wir uns an ihr retten können? Ganz genau, wie XO leiden. XO muss leiden. Sollen wir sie fesseln? Sollen wir sie irgendwie in den Pool schmeißen? Aber wir haben keinen Pool mehr, leider. Ja, traurig. Eben, deshalb, wir haben so gelitten mit dem Pool. Das kann man noch machen. Ey, sie muss eine Rache, sie muss krass sein. Ihr das Herz rausreißen. Hatten wir schon. Maske zerstört. Hatten wir auch schon. Es muss wirklich was richtig Krasses sein. Und deshalb, bitte helft uns auf jeden Fall mit einem Daumen und mit einer Idee. Was ist? Jetzt hat ihr auch noch ein Video geschickt. Erstes Video.
Jo, jetzt schickt ihr noch ein Video, Mann, Alter. Was geht jetzt ab? Ja, das Video können wir uns anschauen. Sollen wir uns das Video mit euch Hauptsache angucken? Nicht reingehen, wir schauen uns das Video an. Sollen wir es uns wirklich angucken? Ja. Bist du sicher? Und ihr wollt es doch bestimmt auch wissen. Ich weiß, dass ihr es sehen wollt, aber wenn ihr es sehen wollt, dann lasst es mal einen fetten Daumen da. Dann machen wir das Video. Ich will das Video jetzt sehen, Mann. Bist du ganz sicher? Ja. Let's go. 3, 2, 1.